Guten Abend und willkommen in Grönland. Wir spielen heute Cthulhu und zwar im Doppelpack. Und das hier ist meine erste Runde, die ich ins ewige Eis führen darf und schlimme Dinge mit ihren Charakteren anstellen. Hoffentlich so, dass es nur den Charakteren ganz furchtbar geht und nicht den Mitspielenden. Und wir haben schon zwei Gesichter, die des Öfteren bei uns in Let's Plays waren und einen neuen Gast. Und dann würde ich fast mal sagen, ich fange mit unserem neuen Gast an. Das ist Hyuga, auch als Chris bekannt, der heute einen Journalisten spielen wird. Hi, schön, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, das hat sich irgendwie ergeben. Wir haben irgendwas anderes geredet und du sagst, ja gut, Cthulhu würde ich ja immer spielen. Cthulhu spiele ich immer. Das geht. Ja, ist eine große Liebe meines Lebens. Zuerst über die Geschichten von H.P. Lovecraft und dann auch irgendwann, weil wir mal mit Rollenspiel anfangen wollten, ich dann gesagt habe, hey, das wäre doch voll cool. Und dann von jetzt auf gleich halt dann auch in COC reingestartet bin. Und seitdem dreht sich sehr viel meines Lebens nur noch um Cthulhu. Und lässt sich nicht mehr vermeiden. Okay. Überhaupt nicht. Es gibt ja auch so viele. Es gibt so viele Geschichten von so vielen Autoren, die man alle noch lesen muss, irgendwann, wenn man vier Leben hat oder so etwas. Und dann alles das, was die Leute noch ständig an Zusatzmaterial produzieren. Es ist ein Lebensprojekt. Es ist schlimm. Es ist schlimm. Und dann auch noch Rollenspiel. Dann mit dabei ist Daniela Schreiter, die auch als Fuchskind unterwegs ist und aus Fuchskinds Fuchsbau heraus zeichnet. Ihr kennt sie entweder vielleicht aus Let's Plays oder Talks, die wir hier hatten, aber vor allen Dingen kennt ihr sie hoffentlich als eine großartige Comic-Künstlerin, die unter anderem darüber schreibt und zeichnet über Wissenschaft und darüber, wie das Leben ist, wenn man auf dem Asperger-Autismus-Spektrum sich befindet und quasi Aufklärungsarbeit auch für Leute leistet, beziehungsweise eine Handreichung gibt, wenn zum Beispiel jemand nach etwas sucht, was man einem Kind geben kann, damit es merkt, hey, ich bin ganz normal. Es gibt sehr viele Leute, die genauso sind wie ich. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, Daniela. Wir haben dich nicht verschreckt mit der letzten Cthulhu-Runde. Nein, natürlich nicht. Es war wunderbar. Ich meine, ich habe überlebt. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich so, dass ich heute auch wieder dabei sein kann. Vielen, vielen Dank. Ja, wir hatten sehr viel Spaß mit dir das letzte Mal und deswegen auf jeden Fall immer wieder. Und auch das auf jeden Fall immer wieder gilt natürlich für den dritten Mitspielenden, für Ben von Ben and Paper, der ein unvermeidlicher Bestandteil inzwischen von vielen unserer Let's Plays ist, auf den wir nicht mehr verzichten können und wollen. Schön, dass du dabei bist, Ben. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ist mittlerweile so, dass ich mir irgendwie von anderen Leuten immer den Zoom-Link klaue und dann einfach plötzlich da erscheine. Ach so, wir haben dich gar nicht eingeladen. Moment. Warum bist du im Layout? Das ist total, das ist sehr cool. Musst du Nico fragen. Gut. Dann steigen wir ein. Wir haben 2 Stunden ungefähr Zeit, bevor wir übergeben werden an die andere Runde. Und diese Runde startet in den 1960er Jahren. Wir stellen uns das vor, es ist 1963, Sommer 1963, weil ihr nach Grönland unterwegs seid. Und das sollte man im Winter auf der Nordhalbkugel möglichst nicht tun. Eigentlich geht es der Welt doch größtenteils ganz gut. Die Musik wird besser, je nachdem, wie man fragt. Es gibt da eine ganze Reihe interessanter Entwicklungen. Die sexuelle Befreiung der Frau durch Erfindung der Pille hat dazu geführt, dass das Geschlechterrollen sich verändern. Ob das damit zusammenhängt oder auch nicht, die Röcke würden kürzer, die Technik wird immer besser, die Wirtschaft boomt in manchen Bereichen, in anderen vielleicht auch eher nicht. John F. Kennedy ist ein sehr, sehr charmanter Präsident, der das Ruder in der Hand hat in den USA. Der hat vor kurzem erst in Berlin verkündet, er sei ein Berliner und damit einen faszinierenden Standpunkt und vor allen Dingen eine Rede geliefert, die in dem sich nicht unbedingt positiv entwickelnden Spannungen zwischen Ost und West einen Glanzpunkt gesetzt hat. Aber es werden auch Verträge unterschrieben, dass Atomwaffentests immer weiter runtergefahren werden. Also man schaut gar nicht so negativ in die Zukunft im Sommer 1963. Und unsere drei Leute hier haben in diesem Sommer ohnehin etwas vor, das weniger mit internationaler Politik, mit aktuellen Strömungen, aber dafür mit moderner Technik zu tun hat. Es geht nicht darum, einen Satelliten zu starten, es geht nicht darum, einen Mann auf den Mond zu schicken, wie Kennedy das versprochen hat, sondern es geht darum, in Grönland eine kuriose Einrichtung zu besuchen. Ein ausgesprochen reicher Mann namens Gerhard Connerson hat dort nämlich ein Projekt gestartet, das er seine Arche nennt.
Und das dazu gedacht ist, eine ganze Reihe von Spezies zu bewahren im ewigen Eis, größtenteils Pflanzen. Denn laut seiner Aussage und den einiger Wissenschaftler, die mit ihm zusammenarbeiten, ist es durchaus möglich, dass immer mehr Spezies aussterben werden. Er will ein Zeichen setzen, so behauptet er. Aber er ist auch nicht ganz unumstritten. Und die zwei Bestandteile, die da zusammenkommen, nämlich sein Ruf und die Tatsache, dass er offensichtlich dort einen versucht, eine Arche für aussterbende Pflanzenarten anzulegen, hat zwei Leute dazu gebracht, sich einer kleinen Expedition dorthin anzuschließen. Sie hatten Kontakt, ihr habt Telefonate geführt und Briefe geschrieben mit dem persönlichen Assistenten von Mr. Connerson, mit Mike O'Keefe, wenn man auf seinen vollen Namen besteht, aber meistens sagt er nur Mike, der einmal Caroline Barré engagiert hat, denn es gibt eine Pflanze, für die weitere Forscher mehr oder weniger angefordert wurden, die wohl ein sehr interessantes Objekt ist. So viel weißt du noch nicht darüber, so ein paar Informationen hat man dir zugespielt, dass mir was damit nicht stimmt, ist schwer zu sagen, aber dass damit etwas nicht stimmt, schon. Und das heißt, du findest dich in diesem Tag am Anfang September im Westen Grönlands in einem Hubschrauber wieder. Wie sieht denn Caroline Barré aus, wenn sie da sitzt, ihren Helm aufgesetzt bekommt und festgeschnallt wird von den Assistenten, die dabei sehr höflich sind und sehr laut über die anlaufenden Rotoren, die erklären, dass es nur ein kurzer Flug ist, nur ungefähr 40 Minuten, aber aktuell ist mit Hundeschlitten kein gutes Durchkommen. Ich hoffe, Sie haben keine Flugangst. Nein, also das ist überhaupt gar kein Problem für mich. Oh, eine wunderschöne Aussicht. Oh, das ist fantastisch. Ja, Caroline Barré ist Anfang 50, hat lange braune gelockte Haare, immer so zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, sind schon ein paar leichte graue Strähnen drin, trägt sehr praktische Kleidung und hat bei sich immer so eine ihrer Lieblingspflanzen dabei, die sie jetzt auch gerade auf dem Schoß hat, sicher verstaut. Und ja, ganz vorsichtig ist, dass den Blättern nichts passiert und ja, ansonsten ziemlich groß, eher zierlich, ja. Mhm. Und offensichtlich keinerlei Angst davor, im Hubschrauber den Weg anzutreten. Neben dir wird gerade ein weiterer Mann, der heute gerade erst mit einem Boot angetroffen ist. Ihre Reise beginnt mit dem Hubschrauber, beginnt in einem Ort namens Ilulissat im Westen. Und von hier aus hat man einen wunderschönen Blick auch, den du gerade schon erwähnt hast, über die Bucht, die südlich des Ortes liegt, die Disco-Bucht, was zu vielen dummen Witzen regelmäßig bei den Piloten und Helfern geführt hat. Und der Mann, der neben dir einsteigt, Rufus Oysterfield, ein Journalist, der unter anderem berufen wurde, um ein nettes Personality-Piece zu schreiben über Connerson. Wie sieht der aus und wie schaut er diesem Flug entgegen? Also Rufus freut sich, mit dabei sein zu dürfen, denn das könnte endlich die Chance sein, einen Report zu schreiben, der beweist, dass Rufus in der Lage ist, den Pulitzer-Preis zu gewinnen. Er sitzt da in seinem Trenchcoat, darunter trägt er einen Anzug, einen Hut, den er sich formschön über den Kopf gezogen hat, und er beobachtet alles, denn Rufus ist immer der ganz heißen Story auf der Spur. Und so freut er sich auch diesmal endlich mit Gerard Connerson zusammen ein Interview zu führen, um vielleicht auch die eine oder andere pikante Frage zu dessen Reichtum zu stellen. Woher kommt das alles? Was haben die Kommunisten damit zu tun? Und worum geht es hier eigentlich? Das sind Fragen, die Rufus klären möchte. Denn er ist nicht weniger als der Star-Kolumnist der Big Apple Gazette und damit genau der Richtige für den Job. Ihr werdet fertig festgeschnallt, dann gibt es ein letztes Prüfen von den Gurten und dergleichen, ein Abtasten, dann Daumen hoch von der gesamten Flugcrew, die dann geduckt unter den Rotoren, die immer schneller werden, davonlaufen, durch die Helme und die Kopfhörer, Kopfschütze hindurch, hört ihr nur ein relativ lautes Wupp, 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 das immer lauter wird. Ohne diesen Schutz müsste es unerträglich sein und ihr hört dann von eurem Piloten nach einem leisen Knacken eine Durchsage: Alles okay. Wir haben relativ ruhige Windverhältnisse für die nächsten 2 Stunden. Das heißt, wir werden bald da sein. Genießen Sie die Aussicht. Das ist eine schöne Strecke. Kein Rauchen bitte, Sir. Möglicherweise hat er vorhin ausmachen können, wie du die Zigarette zwischen den Fingern hattest.
Und dann heben sich die Kufen des Hubschraubers ab und ihr steigt über Ilulissat auf, das nur eine kleine Menge an Gebäuden ist, die sich dort an der Küste zusammendrängen und die umgeben sind von einer ganzen Reihe von Unterständen und Feldern, auf denen Schlittenhunde untergebracht sind, die jetzt mit einem für euch unhörbaren Gejaul, aber mit aufgerissenen Mäulern und den Köpfen in eure Richtung gerichtet, den lauten Lärm und euren Abflug kommentieren. Und dann kippt der Hubschrauber zur Seite, dreht über der Disco-Bucht, in der die Eisbrocken von den kalbenden Gletschern hellblau und gläsern im Sonnenlicht glänzen, und fliegt hinein ins Landesinnere, über hohe und schroffe schwarze Berge, über die auch im September immer noch Eis und Schnee teilweise hinüberragen. Es geht aufwärts und aufwärts und ihr könnt in der Ferne die weiße, fast schmerzhaft hell in der Sonne strahlende Fläche der großen ewigen Gletscher von Grönland ausmachen. Aber wie vorhergesagt ist es ein vergleichsweise kurzer Flug und abwechslungsreich mit der Landschaft, die unter euch hinwegzieht, mit tiefen Rissen, die im Eis zu sehen sind. Ihr könnt ausmachen, wie eine einzelne Lawine kurz abgeht. Für einen Moment glaubt ihr, einen Eisbären zu sehen, der an der Küste entlang trabt und verwirrt seinen schweren Kopf in eure Richtung hebt. Und dann, nach ungefähr einer halben Stunde, biegt der Helikopter mit einer eleganten Kurve in ein längeres Tal ab, das auf ein großes Bergmassiv zuhält. Und dort seht ihr eine Reihe von geodätischen Kuppeln, die einander angeschlossen sind und an diesen Felsen sich heranschmiegen. Es gibt dort einen Hubschrauberlandeplatz, der offensichtlich relativ frisch von Schnee und Eis befreit ist. Und dort setzt ihr mit fast keiner Erschütterung auf. Aus der Richtung der Kuppeln kommen euch zwei Personen entgegen. Die eine Person ist Mike. Das ist der Junge mit Sommersprossen, übersäte und unter der arktischen Sonne sichtlich leidende junge Assistent von Connerson. Und daneben geht Roland Postlethwaite den Gästen entgegen. Die wurde gesagt, es kommen heute noch zwei Leute. Du bist erst so seit ein oder zwei Wochen da. Du bist für zusätzliche Sicherheit engagiert worden bei der Anlage, weil die Leute behaupten, sie würden hier... Wahrscheinlich bilden sie sich was ein, aber du wirst dafür bezahlt. Und wenn dabei auch noch ein Eisbär mal vor die Flinte läuft... Ja... Kann passieren. Wie sieht Mr. Postlethwaite denn aus? Ja, Roland Postlethwaite ist auch ein halbes Jahrhundert mittlerweile, dass man ihn nicht unbedingt ansieht, denn er hat sich recht gesund und trainiert gehalten. Er ist agil, allerdings hat die Haut schon sehr viele Altersflecken von der Sonne, denn er ist normalerweise wohl nicht in Grönland unterwegs. Ansonsten versucht er relativ gepflegt, die Kleidung unter jetzt einem sehr dicken Parker zu verstecken. Also relativ gepflegte Kleidung, glatt rasiert. Seine dünnen, schütteren, blonden Haare gehen natürlich ins Grau über. Aber er hat so etwas leicht arrogant, aristokratisch, britisches und ziemlich dunkle Augen, die er jetzt allerdings mit einer Sonnenbrille auch verdeckt. Ja, und er trägt, obwohl das auch hier in den Breiten eher untypisch ist, einen Safari-Hut. Der hervorragend steht. Der Hubschrauber setzt auf und die Rotoren werden langsamer. Es kommen noch zwei weitere Angestellte, die einfach nur zu einem technischen Personal der Anlage gehören, die eine Menge technisches Personal braucht, wie du festgestellt hast, Roland Postlethwaite, weil das Klima dort drin richtig sein muss, weil es Räume gibt, die weit unter Null runtergekühlt werden, weil es Räume gibt, in denen die Feuchtigkeit nicht hoch sein darf, weil es Räume gibt, die natürlich angenehme Temperaturen haben müssen, egal welche Jahreszeit, egal wie viel Schnee, egal wie viel Sonneneinstrahlung. Die sind offensichtlich dafür zuständig, jetzt diesen Hubschrauber zu sichern und fangen an, sobald die Rotoren langsam zum Stehen kommen, diese in die richtige Position zu bringen und mit großen Schellen festzumachen. Und außerdem neigt sich einer von denen, nachdem er seitlich den Hubschrauber geöffnet hat, hinein, zeigt euch einen Daumen hoch mit einem fragenden Gesichtsausdruck. Sehr gut, brüllt ihr durch eure Kopfhörer. Sie können sie jetzt absetzen. Willkommen in der Arche. Ja, hi. Das ist ja, wow, ich bin jetzt noch total erstmal von dem Flug so total stunned und auch von der Lautstärke, die mir gerade ins Ohr gebrüllt wurde. Ich muss erstmal mich ganz kurz akklimatisieren. Ja, kenne ich. Was passiert öfters, wenn man für Mr. Connerson arbeitet? Gibt immer nur Superlative. Wenn Sie sich soweit fühlen, steigen Sie aus. Das ist Mike, ich übergebe dann hiermit. Mike,
den ihr ja, wie gesagt, schon ein, zwei Mal vielleicht gesehen habt und vor allen Dingen mit ihm telefoniert habt und dergleichen, kommt auch entgegen, streckt euch, wer auch immer als erstes sich soweit gefasst hat, die Hand entgegen. Hi. Oh. Ah, hi Mike, ja, wir haben ja schon miteinander gesprochen. Oh, das ist ja der reinste Wahnsinn, unglaublich. Ich habe einen Eisbären gesehen auf dem Flug. Wow. Oh, wow, ja. Es gibt tatsächlich mehrere Leute, die sagen, sie haben den Eisbären gesehen. Deswegen ist auch, darf ich vorstellen, Mr. Postlethwaite. Und steht 10, 15 Meter vom Fluggerät entfernt und beschaut es kritisch, versucht dann aber einigermaßen neutral freundlich zu den beiden Neuankömmlingen zu nicken. Glückwunsch, dass sie das überlebt haben. Ich rufe ihm rüber, schicker Hut. Schicker Trenchcoat. Ja, danke, Mike. Postlethwaite, Sicherheits... Ich nicke ihm zu und ich greife meinen Trenchcoat und mache mir erstmal eine Zigarette an. Ich durfte ja auf dem Flug nicht fliegen. Und das ist jetzt auch gar... Eine Stunde ohne Zigarette ist eigentlich nicht möglich. Ich stehe sogar nachts auf, um zwischendurch zu rauchen. Ich komme Caroline entgegen. Du siehst die rechte Hand, die sie entgegenstellt. Sie zittert ein wenig. Nimmt sie dann aber, sobald sie fest im Griff hat, ist sie auch ruhig und... sehr angenehm, Miss... Barré, ja, ja, ja. Schön, Ihre Bekanntschaft zu machen. Sie kennen sich mit Eisbären aus, ja? Ich gebe zu, ich habe in den letzten 2 Wochen noch keinen gesehen. Wir sind nicht so oft draußen. Aber wie Mike schon sagt, einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schwören darauf, dass sie die Strolche hier rumstrolchen sehen. Und Sie sind der Journalist, nicht wahr? Ja, Sie haben schon von mir gehört. Ach, das finde ich super, ja. Ja, Sie wurden angekündigt, genau. Ja, das möchte ich doch auch hoffen. So, wann, ich gucke dann zu Mike über, wann findet nachher das Treffen mit Mr. Connerson statt? Sofort, soweit Sie sich dafür bereit fühlen. Sie können natürlich sich eben kurz frisch machen, aber wir sollten auch reingehen. Das Wetter wird nicht mehr lange halten. Es ist der Ende des Sommers hier in Grönland. Hier kann es jederzeit umschlagen und von irgendwie 10 Grad plus zu 20 Grad minus und wieder zurückschwanken. Wenn Sie das nicht mitmachen wollen, würde ich vorschlagen, dass Sie mir folgen. Mr. Connerson ist schon seit mehreren Wochen wieder hier. Er hat hier ein vollständig eingerichtetes Suite. Und selbstverständlich ist auch für Sie, für Unterbringung und dergleichen gesorgt. Kommen Sie, Sie werden die Anlage lieben, da bin ich mir sicher. Er macht so eine kleine Geste zu Madame Barré und dann auch zu Oysterfield. Ja, wir haben natürlich auch versucht dafür zu sorgen, dass alle Annehmlichkeiten für Sie vorbereitet sind. Und Sie dürfen selbstverständlich in der Anlage rauchen, es sei denn, Sie befinden sich in bestimmten Bereichen, wo wir mit Pflanzen arbeiten, die dafür höchst empfindlich sind. Er dreht sich dann auch um mit einer letzten auffordernden Geste und geht über den mit schwarzem Splitt ausgefüllten Pfad auf den Eingang hinzu, der sich in großem grauen Beton in schweren brutalistischen Formen über euch erhebt und in die gigantische Struktur der geodätischen Kuppeln übergeht, die teilweise einen Durchmesser von mehreren hundert Metern haben müssen und fest verankert sind im Fels, aber teilweise an einigen Stellen von Schnee und Eis ein wenig fast berührt, sodass ihr den Verdacht habt, dass sie vermutlich beheizt werden, um sie von größeren Schneelasten und dergleichen befreien zu können. Wenn ihr ihm folgt, es sei denn, ihr wollt erst euch noch draußen ein bisschen umtun. Ich würde mal ganz kurz zum Helikopterpilot Gerald. Ja? Sind nur die 2 Gäste hier oder haben Sie auch noch Zeug für die Station mitgenommen? Ich habe tatsächlich auch noch ein paar Vorräte, ja. Wie immer, Dieselkanister und dergleichen. Alles das müssen klar. Sie aber nicht tragen, Sir. Nein, ich hole Narkok und frage, ob Sirgusson noch Leute hat. Ich will nur schauen, ob meine Bücher dabei sind, das ist alles. Ich glaube, ja. Ausgezeichnet. Da ist auf jeden Fall ein Paket mit Ihrem Namen drauf, Sir. Ausgezeichnet. Was Sie nämlich wissen müssen, und da gehe ich zu Barrett und zu Oysterfield jetzt, Barry, wenn hier nichts los ist, ist hier nichts los. Ich meine, wir sind im ewigen Eis, da muss man sich die Zeit vertreiben. Und ich habe jetzt in den letzten 2 Wochen Dickens, Stevenson und er hat ein kleines Taschenbuch von Moby Dick, Melville durch. Und ich hoffe, dass zumindest mein Doyle oder mein Jules Verne da drin ist. Sie scheinen ja hier jede Menge Spaß zu haben. Jede Menge Zeit, Mr. Oysterfield. Jede Menge Zeit. Ja, ich trete ein paar Schritte zurück und ich hole meine Kamera aus meiner Tasche. Eine stilechte Nikon F und mache einfach erstmal so ein paar Bilder, weil ne, nachher für den Artikel brauche ich auch Bildmaterial und versuche einfach die gigantische Anlage erstmal auf Foto festzuhalten. Ja,
Du arbeitest ein bisschen mit den Verschlusszeiten und dergleichen, um den unglaublichen Reflexionsglanz von dem Schnee und den hellen Flächen der Kuppel runterzubringen. Aber du hast ein gutes Gefühl dabei. Wie genau es aussieht, wirst du natürlich erst wissen, wenn du es entwickelst. Aber ich meine, du bist der aufsteigende Star der Big Apple Gazette. Also mache ich mir gar keine Gedanken. Das sind alles preisverdächtige Fotos. Ja. Und wenn ihr dann hineingeht, erwartet euch erstens ein relativ stämmig gebauter junger Mann mit dunkler Haut und fransigem schwarzen Haut, einem breiten Grinsen, der euch entgegenkommt. Hey Roland, sind deine Bücher dabei? Ich hoffe es, ich hoffe es. Hi, ich bin Narkok, ich bin hier für alles zuständig. Also für alles, wo es keinen Spezialisten für gibt, könnt ihr mich fragen. Und wenn es um die Heizung geht oder sonst irgendetwas. Und ich kann auch die Spezialisten für euch finden. Und jetzt finde ich erstmal die Bücher für Herrn Postlethwaite. Danke. Willkommen in der Arche. Und er ist ein fantastischer Schachspieler. Jetzt nicht übertreiben. Nein, ich habe keine Chance gegen ihn. Tja, wärst du in eine christliche Umerziehungsschule gegangen, dann hättest du auch Schach gelernt. Ja, wahrscheinlich. Er marschiert raus, während Mike auf seine Uhr guckt und etwas nervös mit dem Daumen gegen seine Nasenspitze, seine sehr spitze Nasenspitze, fliegt. Wenn Sie mir dann folgen würden. Sollten wir nicht warten lassen. Wir gehen. Ihr seid erstmal in einem sehr, sehr großen Empfangsbereich, der im vorderen Teil dieser Kuppel untergebracht ist, die sich dann auch zur vollen Höhe über euch wölbt und das Licht hereinfallen lässt dadurch. Und rings um euch sind aus Beton gegossene, große Formen, wo harte geometrische und dann wieder geschwungene weiche Teile ineinander greifen, für die vermutlich ein Architekt sehr, sehr teuer bezahlt worden ist und die allesamt bepflanzt sind. Und wo ihr auch tatsächlich ein leises Surren von Insekten ausmachen könnt, die um verschiedenst geformte Blüten herumschwirren. Mike geht schnell einen Schritt voran. Das fasziniert mich sofort. Ich bleibe immer ein bisschen stehen und gucke mir ganz kurz die Blüten an und die Insekten dazu. Und du siehst tatsächlich eine einzelne Biene, die fleißig über eine ganze Reihe von Schmetterlingsblütlern hin drüber läuft. Und von der anderen Seite begegnet dir dann ein Blick von einer Frau, die dort eben sich gebückt hatte, um irgendeine Abzeige abzulesen und hochschaut, die einen weißen Kittel trägt und eine relativ kleine Brille, die sie jetzt mit einer schnellen Geste abnimmt. Ihr Haar ist hell und hochgesteckt im Nacken und sie hat recht stechende, sehr blasse Augen. Frau Barré? Ja, genau. Und Sie sind? Ich bin Dr. Evelyn Green. Dr. Green, ich habe Ihren Bericht gelesen, also soweit es mir möglich war. Er war ja nicht sonderlich lesbar, wenn Sie verstehen, was ich meine. Oh. Ja, Gerhard ist sehr vorsichtig mit den Informationen, die nach draußen dringen können. Aber ich kann Ihnen alles, was dann geschwärzt war, hier noch ausführlicher erklären. Sehr schön, Sie kennenzulernen. Ich muss Sie jetzt eben kurz zur Begrüßung gehen lassen. Gerhard will seine Dramasachen hier durchführen. Aber wir sehen uns möglichst bald danach. Oh ja, bitte. Ich bin sehr aufgeregt und gespannt, was Sie mir alles erzählen können zu der Pflanze. Ja, und jetzt muss ich mir anschauen, was mit dem Bienenstock nicht stimmt. Danke. Sie setzt die Brille wieder auf und marschiert mit klackernden Absätzen von tatsächlich etwas seltsam wirkenden, flachen Kitty-Heels die Halle hinunter. Etwas, was sich hinmummelt. Mike macht Gesten. Miss Barré. Sagen Sie mal, Mike, wo bekomme ich hier was zu trinken her? Ich habe einen ewig langen Flug jetzt nochmal gemacht. Der Bordservice war jetzt ausgesprochen, jetzt nicht so umfangreich. Also ich hätte schon ganz gerne eine kleine Erfrischung, bevor es gleich mit dem Interview losgeht. Oh, die werden Sie bekommen. Welches Gift ziehen Sie denn vor? Ach, einfach ein Whisky, Bourbon. Ich ziehe einen Flachmann aus meiner Weste. Scotch? Bestens vorbereitet, da sage ich nicht nein. Ich ziehe keinen Bourbon. Ja, in der größten Not frisst der Teufel Fliegen. Oder das Original. Wenn Sie meinen. Und ich ziehe ordentlich. Kommen Sie. Mike winkt euch durch große, polierte Stahltüren und dahinter ist ein Raum, der dunkel gehalten ist, aber ein leises Glucksen und ein Schimmern in den runtergedimmten Lichtern verrät, dass hier irgendwo tatsächlich ein kleines Wasserspiel ist. Links sind auch mit indirekten Lampen nur sehr schwach erkennbar offensichtlich eine ganze Reihe Regale, in denen Glas schimmert und in dem Glas verschiedenfarbige Flüssigkeiten. Das heißt, wer eine Erfrischung in irgendeiner Form alkoholischer Art wünscht, kann dort auf jeden Fall zugreifen. Und als die Tür hinter euch mit einem leisen Schmuck ins
Schlossfeld gibt es ein Klattern und ein Rattern, als ein Projektor anfängt und vor euch eine Leinwand beleuchtet wird. Man sieht ein Foto, ein sehr schönes von der Anlage von außen, und dann geht seitlich davor ein Mann in einem breit geschnittenen Anzug mit großem Aufschlag und eingestecktem bunten Tuch in der Tasche vor diese Ansicht, schaut in Richtung der Kamera und sagt: Die Arche. Willkommen bei meinem Projekt, meinem Beitrag zu der Zukunft der Menschheit und all der Wesen, mit der wir diesen Planeten teilen. Willkommen bei meinem Versuch, dafür zu sorgen, dass die Dinge nicht stumm in das Nichts gehen, sondern dass wir sie wieder aussäen können. Und dass etwas, was lange wartet, vielleicht endlich gut wird. Mein Name ist Connerson und ich habe hier ein Team, zu dem Sie hoffentlich gehören werden, das sich der Aufgabe verschrieben hat, die Umwelt und uns zu beschützen und, wenn dies nicht möglich ist, so doch den Samen zu legen für Neuanfänge. Willkommen in der Arche. Es gibt ein letztes Schnacken, als der Film durchgelaufen ist und Mike mit einem den Projektor wieder ausmacht. Und dann geht links eine Tür auf und gleichzeitig das Licht an. Und der Mann, den ihr gerade gesehen habt, in einem etwas anderen Anzug und einem etwas anderen bunten Einstecktuch kommt herein. Willkommen, meine lieben Gäste. Es ist mir eine solche Freude. Ich murmel so vor mich hin. Ja, Waffengeschäfte sind schon ein lohnendes Geschäft, oder? Murmel ich vor mich hin. Mike, bitte was? Connerson ignoriert das, was du gesagt hast, aber Mike meint ein nervöses Stottern. Und starte ich mit einem leichten Zucken unter dem rechten Auge an. Während Connerson zunächst mal auf Caroline zugeht und ihr die Hand reicht. Mr. Connerson, es ist mir eine Ehre, hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Ehre, dass Sie zugesagt haben. Bedienen Sie sich, wir haben Erfrischungen bereitgestellt, ein paar Canapés, Hors d'oeuvre, wie auch immer man das alles nennt. Es ist mir eine Freude, dass Sie hier sind. Dr. Green hat in höchsten Tönen von Ihrer Arbeit gesprochen. Und ich glaube, sie will Sie sofort entführen, wenn wir hier fertig sind. Aber ich wollte einen guten Ersteindruck machen. Wissen Sie, dieses Projekt hier liegt mir am Herzen sehr viel mehr als alles andere, was ich in meinem Leben gemacht habe. Und manchmal bin ich nicht so eloquent, wenn ich meinen Text nicht von einer großen Tafel ablesen kann. Ich hoffe, es war nicht zu cheesy. Man hat einen guten Eindruck von der Anlage bekommen und ihr Vorhaben. Oh, das freut mich sehr. Wir können natürlich auch eine Führung machen, wenn Sie nicht zu erschöpft sind. Ansonsten wird Mike oder Narcock, wenn er die Zeit hat, Ihnen zeigen, wo Sie untergebracht sind. Und ich glaube, der Herr Oysterfield würde gerne mit mir reden. Ja, und ich stehe auf und gehe eigentlich für das, was ich möchte, viel zu freudig entgegen und sage: Mr. Connerson, schön, Sie kennenzulernen. Ich bin schon sehr gespannt auf unser Interview. Eine extrem anschauliche Anlage haben Sie hier aus dem Boden gestampft. Und der überirdische Teil ist gar nicht alles, was Sie hier sehen können. Wir haben große Kammern in die Felswand hineingeschlagen, die mehr oder weniger klimasicher sind, möchte ich sagen. Und ich habe noch ein ganz spezielles Schmankerl für Sie. Und, Mr. Postlethwaite, Sie als Weltenbummler haben da vielleicht auch Interesse dran. Mrs. Barry, ich will Sie da auch irgendwie nicht davon abhalten, mitzukommen, aber das können wir Ihnen auch zeigen. Wir sind vorgedrungen, möchte ich es sagen, bei den Bauarbeiten in Hohlräume. Und ich habe es leider nicht geschafft, bis jetzt noch ein Wissenschaftler, was diese ganzen Geisteswissenschaften angeht, Historie oder dergleichen herzuholen. Aber ein paar Fotos wären vielleicht doch schon mal ein ganz guter Ansatz für eine sehr, sehr coole zweite Story. Und man sieht so das Strahlen in meinen Augen, währenddessen ich nach außen immer noch versuche, so seriös wie möglich rüberzukommen. Dann, wenn wir das schon nicht meinen, wenn wir hier beisammen sind und unsere Zusammenarbeit sozusagen beginnen will, dann würde ich doch, Moment, ich will mit Ihnen anstoßen, wenn Sie hier sich bedienen würden. Mike, das Übliche. Mike greift sofort zu den richtigen Flaschen und mixt etwas zusammen. Während Connerson selbst eine Schublade aufzieht und dann hochklappt, in der ein Tonbandgerät eingebaut ist. Dann nimmt ihr das Glas und schaut euch erwartungsvoll an. Ah, bedienen Sie sich. Vielen Dank. Dankeschön.
Er drückt auf den Aufnahmeknopf und mit einem leisen Knacken beginnen die beiden großen Spulen des Tonbands sich zu bewegen. Ich bin Gerhard Connerson und diese Aufzeichnung anlässlich des 4. September 1963 nehme ich auf, weil heute Gäste eingetroffen sind und zu Roland Postlethwaite auch noch Caroline Barré, unsere neue Botanikerin, und Rufus Oysterfield, unser Journalist, gestoßen sind, der ein hoffentlich sehr spannendes kleines Stückchen für die Big Apple Gazette schreiben wird. Wir stoßen an auf die kommenden Erfolge und was wir hier erreichen werden in der Arche. Meine Dame, die Herren? Kding. Er macht das bewusst nah genug am Mikrofon. Ja, darf ich um einen kurzen Sinnspruch bitten von ihm? Ich schaue erwartungsvoll zum Journalisten. Ich schaue erwartungsvoll zur Botanikerin. Die Botanikerin guckt etwas verlegen in ihr Glas und zupfelt ein bisschen an den Blättern von ihrer Topfpflanze. Dass wir die Welt zu einem besseren Ort machen können und die Zukunft unserer Nachkommen sichern werden. Und alles, was wir hier in dieser Anlage erforschen und finden werden, zu einer besseren Zukunft führen werden. Wunderschön. Die Herren, nach dieser Vorlage müssen Sie doch auch noch ein, zwei Worte verlieren können. Mr. Westerfield, Oder sind Sie schüchtern? Im Fortschritt, ich bin kein Mann der großen Worte. Ich habe 50 Jahre mit dem Tod zu tun gehabt, es wird Zeit, dass ich mich dem Leben widme. Das sind hervorragende Worte. Danke. Und vielleicht will Mr. Oysterfield seine Texte für sich sprechen lassen. Das würde ich ihm nicht übel nehmen. Solange meine Marketingabteilung das vorher noch einmal durchsehen kann. Ich würde sagen, ich hebe mir die weisen und großen Worte für unser Interview gleich auf und beginne einfach nur alle Gläser anzustoßen und versuche den Moment zu überspielen, dass mir einfach kein Sinnspruch einfällt. Nein, wunderbar. Klick. Er hält das ganz wieder an. Ich habe vielleicht einen kleinen Faible für solche Aufzeichnungen. Wir versuchen hier möglichst alles, wie sagt man das, transparent zu gestalten. Und Sie werden auf Ihren Zimmern auch ähnliche Geräte finden. Spielen Sie ruhig damit herum, hinterlassen Sie Nachrichten und Sie werden Teil der großen Dokumentation dieses Projektes sein. Aber jetzt, er stößt den letzten Schluck herunter, wenn Sie mir folgen wollen, dann können wir die Katakomben öffnen. Es sei denn, Sie brauchen noch kurz einen Moment. Ich will niemanden überfordern, aber es brennt mir unter den Nägeln, meine Damen, meine Herren, es brennt mir unter den Nägeln. Das heißt, mir geht es ganz genauso. Miss Barré wird sich mit der Neuentdeckung befassen, dieser Pflanze. Die Pflanze, ja. Das Kernstück dieser Anlage. Sie wissen ja, dass mein Anliegen hier unter anderem ist, seltene und vom Aussterben bedrohte Arten zu retten. Und wir haben hier ein Exponat, sage ich mal, das unseres aktuellen Wissens nach einmalig ist. Das letzte seiner Art, das erste seiner Art. Ich meine, ich behaupte nicht, von Evolution viel zu verstehen. Dafür bezahle ich Leute, die mir das erklären. Und nachdem, wie heißen sie, diese genialen Jungs, Watson und Crick, jetzt sagen, wie unsere Genetik aussieht, unsere Gene und dergleichen, da eröffnet sich ein ganz neues Feld von Untersuchungen. Vielleicht finden wir heraus, was das ist und womit es verwandt ist in den nächsten Jahren, aber das überlasse ich den Fachleuten. Gut, dann, Mike, spul den Film zurück für die nächsten Gäste und folgen Sie mir. Sie werden sich freuen. Dreht sich um, marschiert zu der Seitentür heraus. Durch mehrere Gänge. Zwischendurch kommt euch Narcock entgegen, der so ein freundliches Nicken macht und dann von dem Chef von Connerson am Ellenbogen gefasst wird. Wir machen jetzt die Tür auf, Narcock. Das wird ein großer Spaß. Ist Sigurdsson da? Ich hole ihn. Narcock verschwindet kurz. Ihr seid noch ein paar Gänge
die in Beton gegossen sind, hin und wieder in Räume münden, die wieder so kleine Tortenstückausschnitte von einer der Kuppeln sind und dann woanders lang. Überall sind Leute entweder am Arbeiten oder dabei, den Aussicht zu genießen. Ihr kommt durch eine kleine Cafeteria, die offensichtlich fester Bestandteil der Anlage ist, wo alle Leute von Collarsen eifrig und mit Namen, die ihr offensichtlich alle kennt, begrüßt wird, werden und auch zurückgrüßen. Bis ihr dann eine Treppe hinuntersteigt, womit einem Tick, Tick, die ganzen Lampen rechts und links angehen und die in einer relativ simplen Stahltür endet, wo ein hochgewachsener, etwas missmutig dreinschauender, schlanker Mann mit kurzen blonden Haaren und wässrig blauen Augen steht, der einen großen Schlüsselbund hält. Olaf Sigurdsson, der Verwalter, den zumindest Roland schon kennt, der auch mit einem deinen Nicken beantwortet und dann zu den beiden neuen Gästen sagt, hallo, mein Name ist Sigurdsson. Ich nicke einfach nur. Sie, er holt hinter dem Rücken ein Klemmbrett hervor, müssen hier unterschreiben. Ich werfe einen Blick auf das Klemmbrett, wer da so alles schon unterschrieben haben könnte, ob mir da irgendein Name bekannt vorkommt. Eure Namen sind die ersten. Und es ist eine kurze Erklärung, dass ihr ohne Freigabe von der Archen Foundation, von Connerson, keine Aussage darüber machen werdet, was ihr seht. Und dass ihr Connerson und seine Firma nicht dafür verantwortlich machen werdet, wenn es einen Unfall oder Schäden gibt. Sie gehen ja wirklich auf Nummer sicher, Mr. Connerson. Oh, nein, ich muss sagen, das ist Mr. Sigurdsson. Mich übermannt dann eher die Begeisterung, aber ihr achtet darauf, dass alle T's durchgestrichen sind und alle I ihr Pünktchen bekommen. Aber jetzt! Und dass ja keiner irgendetwas erzählt, was er nicht erzählen soll. Ich verstehe und setze meine Unterschrift runter. Ich lehne mich zu Madame Barré. Wenn Sie dachten, draußen war kalt, das ist Sigurdsson. Verstehe, ja. Ich verstehe jetzt auch, warum Sie so viel lesen. Ich glaube, Gespräche sind ja eher Mangelware. Oh. Nein. Es gibt fantastische Personen, mit denen man hier sprechen kann. Ich bin nur nicht die ganze Zeit. Ja, ich setze auch meinen Namen drunter. Auch für mich das erste Mal hier unten. Ja, wir wollten die Überraschung nicht verderben. Ja, alles gut. In dem Ziegel sind die Schlüssel ab, dreht das Sicherheitsschloss mehrfach um und stemmt dann die Tür auf und ohne offensichtlich einen Gedanken auch nur daran, euch vorgehen zu lassen, stürmt er als erstes in die Dunkelheit dahinter und legt einen Hebel um, worauf mit einem lauten Klacken und Knirschen große Scheinwerfer angehen. Die können durch die Tür, bevor ihr durchgeht, zumindest ausmachen, vom Echo her, dass es dort einen sehr großen Hohlraum geben muss. Wer geht denn als erstes hindurch? Ich gehe sofort rein. Ich bin ja super interessiert. Ich will auch wissen, worum es hier geht. Die ganz große Sache, die Connerson da plant. Deswegen, ohne darauf zu gucken, was meine Begleiter machen, gehe ich sofort rein. Dame, und mach den Abschluss. Und was dann damit Rufus Oysterfield als erstes sieht, ist nach ein paar Schritten durch einen relativ natürlich aussehenden Felsspalt ein großer Hohlraum. Und für einen Moment denkst du, ja, das ist halt eine Tropfsteinhöhle. Du hast keine Ahnung, ob es sowas in Grönland geben sollte oder nicht, aber Tropfsteinhöhlen hat man schon mal gesehen. Bis dir klar wird, dass die Stalaktiten und die Stalagmiten bearbeitet sind. Das sind keine zufälligen Formen, sondern Bögen, die ineinander greifen und Spitzen. Die sind abgenutzt, die sind teilweise verschliffen, einige sind abgestürzt, die eigentlich von der Decke herabhängen sollten. Und haben wiederum die am Boden zerschmettert. Aber das sieht aus wie Säulen und unterbrochene Säulen und Bögen, die eine komplexe und fast organische Architektur bilden. Und an der Wand gegenüber, noch gar nicht ganz klar erkennbar, durch dieses Gewirr aus Säulen und feinen Arbeiten, machst du Statuen aus oder etwas Ähnliches? Das ist hier doch nicht alles natürlich so entstanden, oder? Haben Sie das selbst eingerichtet hier? Das ist ja bombastisch. Das ist, nein, wir haben das so hier vorgefunden. Madame Paré, Mr. Postlethwaite, kommen Sie rein, Vorsicht mit dem Boden hier. Wir haben den schon teilweise weggeräumt. Ich fange sofort an, Bilder zu machen. Und natürlich die Lampen aufgestellt, nein. Wir haben das exakt so vorgefunden und
Gute Güte, ich will Narcox Leuten hier jetzt nicht zu nahe treten. Den. Inuit. Ja, irgendwie sowas. Aber sowas haben die, glaube ich, nicht gebaut. Ich wollte gerade fragen, hat Narcox das hier schon gesehen? Nein. Dafür hat er nicht die Sicherheitsfreigabe. Ah. Aber es ist absolut. Er streckt die Arme aus und spricht lauter, sodass seine Stimme widerhallt von den vielen hohen Kammerteilen, die hier miteinander verbunden sind. Faszinierend! Und Madame Barré, schauen Sie sich das an. Das sieht teilweise aus, als hätten Sie Blätter oder sowas hier abgebildet. Ich habe keine Ahnung, ob Sie da irgendwas bestimmen können. Oh, das schaue ich mir sofort an und gehe näher an diese Stalagmiten. Das sieht tatsächlich aus, als hätte dort jemand Fächer von lazettförmigen Blättern abgebildet. Also kurioserweise fast am ehesten Eukalyptus vielleicht oder so etwas in der Art. Aber das ergibt keinen Sinn. Möglicherweise sehr viel künstlerische Freiheit. Und wenn du dich so umschaust, das Ganze sieht fast ein wenig so aus, als hätte jemand auch Wurzeln oder Zweige versucht nachzuahmen mit der Architektur. Und wenn du so nach oben guckst, da sind riesige Löcher in der Decke teilweise. Ich nehme meinen Notizblock aus der Tasche und notiere mir: Geheime Militärbasis der Deutschen? Fragezeichen. Und überlege, ob ich daraus schon meinen ersten Artikel verfassen kann. Von Osten haben Sie eventuell als nächsten Gäste Anthropologen oder Archäologen bestellt? Wir lassen gerade mehrere Leute prüfen. Das ist fantastisch. Ja. Niemand von den Leuten, die Mike bisher angefragt hat, haben auf ein paar Hinweise. In Grönland gibt es nichts, so heißt es. Mhm. Die Inuit, die legen zwar teilweise feste Orte an, aber die nicht sowas. Die machen so Steinkreise oder sowas, was weiß ich. Ja. Ich habe in der Mongolei mal was Ähnliches in einer Höhle gesehen, also nicht in diesem Ausmaß, muss ich zugeben. Ja, sehen Sie sich um. Ich meine, Sie können mich nicht verklagen, wenn Ihnen was passiert, aber passen Sie auf, dass Ihnen nichts auf den Kopf fällt. Und ich sage laut in den Raum, also ich dachte, hier geht es um Pflanzen und eine Arche und jetzt stehen wir hier im Winterwohnzimmer des Teufels oder was und halte das für einen mega lustigen Witz, den ich gerade gerissen habe. Sie werden auch noch Pflanzen und alles andere mitbekommen. Und sehen Sie, hier sind Pflanzen eingraviert und das sieht hier so wurzelartig aus. Also ich glaube, wir kommen der Sache schon näher. Also, ja, sagen wir so. Ich habe mich zurückgehalten und habe nur den vorderen Bereich, wo wir die Lampen haben installieren lassen, mir genauer angeschaut. Sigerson hat sich hier ein bisschen umgetan, aber ich wollte diesen Moment mit Ihnen gemeinsam erleben. Hinten sind noch irgendwelche figurhaften Darstellungen, oder zumindest sowas Ähnliches, ziemlich mitgenommen mit der Zeit, aber wer weiß. Sind wir fünf, also die einzigen hier, die bisher in der Kammer waren? Sigerson hat noch zwei von seinen Ingenieuren hier arbeiten lassen. Der hat nicht selber die Lampen hier eingebracht. Aber die Temperaturen kommen wahrscheinlich von ihm. Es ist kühl hier unten. Die 0 Grad, würdet ihr sagen. Ja, nett jedenfalls. Da lege ich mal wieder Richtung Ausgang. Schon das Interesse von... Ja, fein. Nein, tatsächlich den Hunger bekommen. Ich weiß nicht, wie der Flug für unsere Gäste war, aber ich werde mich dann mal zur Messe begeben. Außer natürlich, die Gäste wollen noch etwas weiter hier bleiben, dann bleibe ich wegen der Sicherheit hier. Ich habe 30 Punkte auf Geschichte. Macht es Sinn, die hier anzuwenden oder? Also du kannst natürlich da einen Wurf drauf ablegen. Ich kann auch für dich würfeln. Achso, wir haben keinen Würfelbot, dann hole ich eben meine Würfel. Nein, warte, wir haben was anderes. Achso, cool. Sonst hätte ich jetzt meine Würfel schnell geholt. Eine 23. Du hast... Sehr gut gewürfelt. Das ist ein regulärer Erfolg. Du hast natürlich vorher ein bisschen was angelesen zu Grönland und da gab es nichts zu irgendwelchen Zivilisationen, die große Höhlenanlagen hergestellt haben. Es gab auf Grönland tatsächlich wikingische Siedlungen, die sind aber verschwunden und ausgestorben, bevor dann wiederum vom nordamerikanischen Kontinent aus Inuit
nach Grönland vorgestoßen sind und dort ihre eigenen Siedlungen angelegt haben. Aber weder die Wikinger noch die Inuit haben große Felsarbeiten durchgeführt. Also das alles hier, deiner semi-gebildeten Einschätzung nach, wäre das dann etwas, was bisher unbekannt ist. Ja, Junge. Und ich zücke wieder meine Notizblock und versuche zumindest mir so grob mal aufzuschreiben, was ich hier so gerade sehe. Weil ich weiß ja nicht, ob ich hier später nochmal runterkomme. Weil, naja, was steht hier wohl noch alles auf dem Tagesplan? Ich frage mich aber dann trotzdem langsam, wer hier so viel Geld für das alles hat. Ob das wirklich Mr. Connerson hier alles so alleine finanziert. Habe da schon einige Theorien. Wenn wer noch in der Höhle ist, ich bin mir ja nicht sicher, ob Roland schon wieder rausmarschiert ist. Ich habe ja schon irgendwie das Bedürfnis gehabt, die zwei neuen Gäste nicht unbewacht zu lassen, aber ich habe tatsächlich nicht so das Interesse an Stalagmiten. Was hast du denn in Verborgenes erkennen? Oder wahlweise horchen? Gleiche Frage an Daniela. Ja, Verborgenes erkennen habe ich 65 und Horchen 30, Verborgenes erkennen. Horchen 45. Okay. Chris kann ja auch kurz einen Blick werfen. Für Ben hätten wir eine 37. Das war ein normaler Faktor. Ich habe nur 25. Du hast nur 25. Für Daniela haben wir eine 17. Das sieht doch sehr gut aus. Und für Chris eine 27. Ja, das wäre jeweils bei Verborgenes erkennen und oder horchen ein regulärer Erfolg. Dann, wenn Roland hat kurz das Gefühl von einem Wispern, einem Luftzug, der sich fast anhört, als würde dir jemand kurz in den Nacken hauchen. Nicht gesehen. Und das, wenn du dich umschaust, Sigerson steht 20 Schritte die Treppe hoch mit steinerner Miene und schaut in die andere Richtung. Und Caroline glaubt auszumachen, eine Bewegung auf der anderen Seite von mehreren von den Stalagmiten. Als würde dort jemand gehen, eine hochgewachsene Frau mit grauem Haar. Und als du ein paar Schritte, wenn du weit genauer guckst und danach Ausschau hältst, siehst du auf der anderen Seite eine Statue. Möglicherweise eine Frau. Ein Teil eines Elchgeweihs, eine einzelne Schaufel, wächst dir aus der einen Schläfe und die andere Teil ist abgebrochen und liegt am Boden, zerschlagen. Das Gesicht ist so verschwommen von Wasser, das hier offensichtlich regelmäßig hindurchgeronnen ist, dass es nur noch eine glatte Masse ist, in der ein paar Vertiefungen darauf hinweisen, dass Augen und Mund mal vorhanden waren und dass eine Nase irgendwann einmal vermutlich abgebrochen ist, so schief und abgeschliffen, wie der Überrest davon ist. Und dir gegenüber steht eine andere Figur, noch größer, mit gesenktem Haupt und nicht mit irgendwelchen kuriosen Geweihen oder dergleichen, sondern mit einem Art Bärtchen, das sich in fast kurios ägyptisch formeller Form, die du von irgendwelchem Touristenschnickschnack kennst, herabsinkt. Und dahinter eine Wand, die wiederum mit Steinbildern beschlagen und behauen ist, die ineinandergreifende Wurzeln zeigen, die von einem großen Kreis in der Mitte ausgehen und die eine Art Torrahmen, der auch in den Stein hineingeschlagen ist, festhalten. Und Chris Rufus wiederum sieht für einen Moment jemanden aus dem Augenwinkel sich bewegen. Wenn du hinschaust, niemand dort von deinen vertrauten Leuten ist. Aber du könntest schwören, dass du dort gerade jemanden gesehen hast, der mit einem Mann mit einem dunklen Bart und einem Tweedanzug? Niemand hier ähnelt auch nur dieser Beschreibung, deswegen. Schreibe mir das auf meinen Notizblock auf. Wahnvorstellungen im Whisky? Fragezeichen. Ich drehe mich ganz kurz zu den anderen um und sage, haben Sie das auch gerade eben gesehen, dort hinten? Da hat sich etwas bewegt? Nicht gehört. Ja, ich hab... ist, ja.
Oh, Entschuldigung. Ich bin hier ja nicht der Sicherheitsfachmann, Mr. Postlethwaite. Nein, nein, das ist nur... Wir hatten ja beim Stationsarzt schon 2-3 Vorfälle die letzten Tage. Also, was haben Sie denn gesehen, Miss Barry? Das war eine menschliche Figur, eine Frau mit grauen Haaren? Nein, das hat... Aber nicht wirklich, also ich meine, es ist ja niemand da. Ja, vielleicht habe ich mich einfach nur getäuscht. Nein, das ist jetzt schon ein paar Mal vorgekommen. Ach, wirklich? Ja, einige... Das war doch der Cleavers oder Tivers aus der Laborstation. Könnte... Was ist mit ihm passiert? Ich werde da sofort hellhörig. Mr. Postlethwaite spielt darauf an, dass er unter anderem hier ist, weil mehrere der Angestellten hier in der Arche seltsame Bewegungen und dergleichen ausgemacht haben. Und Sorge besteht, dass sich einzelne Eisbären so weit ins Inland vielleicht verirrt haben könnten. Sicher. Weil hier verirren sich Eisbären her, nein, weil Leute seltsame Bewegungen wahrgenommen haben. Eisbären kommen hier nicht rein. Zugegebenermaßen hat auch niemand jemand, was hier in der Höhle gesehen hat, aber es war ja auch noch niemand in der Höhle. Sie haben also eine. Ich bin gerade der festen Überzeugung, dass ich hier im Bärtigen mit einer Tweedjacke gesehen habe. Also ich glaube weder, dass das ein Eisbär noch ein grönländischer Ureinwohner war. Wo haben Sie die Tweedjacke gesehen? Ja, in ihrem Augenwinkel, also als ich mich umgedreht hat, war er, aber ich bin der Meinung, das war ein Mann mit einem schwarzen Bart und einer Tweedjacke. Okay. Und er macht ein paar Schritte auch um die Statuen herum, haben hier eine grauhaarige Frau. Oh, Sie haben die Statuen gesehen, würde ich sagen. Nein, sie hat sich bewegt, da bin ich mir ganz sicher. Die Statuen sind mir auch aufgefallen, sehr kurios, wirklich, muss ich sagen. Gerade das Elchgeweih, das ist, interessant. Ich verspüre den Drang, nicht mehr zu blinzeln. Sigerson, kommen Sie doch mal her und bringen Sie einen von den Strahlern weiter nach hinten. Ja, Sir. Ja, aber darfst du doch Roland nennen, oder? Ja, natürlich. Aber jetzt erzählen Sie mal. Also ich bin ja nun, ich weiß, dass ich Herr meiner Sinne bin, natürlich. Ich auch erst 2 Stunden hier. Aber also ich habe natürlich auch schon gehört, dass es manchmal gerade in den kälteren Regionen zu Luftspiegelungen und Ähnlichem kommen kann. Aber ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass ich neben mir im Augenwinkel jemanden gesehen habe. Und wenn Sie sagen, dass das hier öfter vorkommt, das muss doch mal jemand untersucht haben, oder? Ja, wie gesagt, der Stationsarzt ist dabei. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, als dass ich vor 4 oder 5 Tagen... ich habe Schatzinsel gelesen und kurz hochgeschaut und ich könnte schwören, aus den Augenwinkeln eine Gestalt an meiner Kajüten hier an der Tür gesehen zu haben. Und als ich zu dem Gang rausgekommen war, aber niemand da. Und der Gang ist tatsächlich zu lang, als dass man hätte jemand rennen hören. Verstehen Sie? Also ja, aber das... Ich will sie nicht beunruhigen, aber haben Sie schon mal über russische Agenten nachgedacht? Nein, bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Dann sollten Sie das. Die Gefahr ist größer, als wir alle glauben. Das kann ich nur immer wieder wiederholen. Sie können auch meine Reportagen zu den Themen lesen. Ich werde Ihnen gerne Kopien zukommen lassen. Ich dachte, McCarthy hätten Sie hinter sich gelassen. Ich kann Ihnen versichern, dass wir natürlich den Hintergrund von unseren Gästen hier möglichst durchleuchten. Es würde mich sehr überraschen, wenn einer von unseren dänischen Ingenieuren zum Beispiel russischer Agent wäre. Aber haben Sie was gesehen, Chef? Sigerson, die Lampe. Sigerson ist inzwischen auch damit beschäftigt, einen von den Strahlern zu bewegen. Ich meine, die Luft hier unten ist ja auch nicht die beste. Ja, die generell, sagen wir mal, die Anlage hat seltsame Echos und seltsame Luftverhältnisse. Ich würde ganz gerne auf Psychologie würfeln, um zu sehen, wie Connerson und sein Sigerson, genau, wie die beiden gerade auf die Situation reagieren. Weil für mich ist das gerade ein riesiges Thema und die versuchen hier einfach so den Film weiterlaufen zu lassen. Mhm. 33. Ich glaube, deine Psychologie ist ziemlich hoch. Ich habe 45, das ist ein regulärer, genau. Gut, das heißt, Connerson ist vor allen Dingen... Hat die Absicht, darüber hinwegzuspielen, dass man ihn danach gefragt hat,
was, ob er irgendwas gesehen hat. Du bist dir ziemlich sicher, dass irgendwas, entweder weiß er, dass das nicht einfach nur von anderen Leuten einfach irgendwas ist und weiß, woran das liegt, oder er hat selber irgendwas gesehen. Er versucht auf jeden Fall darüber hinwegzutäuschen. Sigerson hat deiner Ansicht nach quasi keine Emotionen. Der führt einen Befehl geradeaus und hat eine Lampe neu installiert, schließt sie jetzt wieder an und schiebt schwere Stromkabel ineinander, worauf mit einem Tschunk das Licht angeht und die beschlagene Steinwand im hinteren Teil dieser Höhle genauer erhellt, wo man die ineinandergreifenden Wurzeln und Ranken und Blätter sehen kann. Und dazwischen tatsächlich kleine Gestalten, die Hände preisend erhoben haben. Entweder das oder sie versuchen, die Decke zu stützen. Es könnte sicherlich unterschiedliche Interpretationen ihrer Haltung geben. Und in der Mitte eben ein ebenfalls in den Stein gemeißelter Torbogen, auf dem eine langgliedrige, dunkle, also in Vertiefung gearbeitete Gestalt mit langen Händen steht. Ich bin ein Fachmann, aber die Formsprache ist mir absolut unbekannt. Ja. Aber machen Sie doch ein paar Fotos. Herr Oesterfeld, machen Sie ein paar Fotos. Ja, das mache ich auch. Es ist ja, nach wie vor eine großartige Szenerie. Er macht auch ein paar Schritte nach vorne, während du die Fotos machst. Möchte offensichtlich selber auch im Foto drin sein. Wirft sich deine Pose, zieht den Bauch rein, drückt die Brust raus und deutet so, auf die gemeißelten Gestalten. Ja, ich denke, fürs Titelbild denke ich mir, ne, irgendetwas müssen wir ja auch aufs Deckblatt und unserer Zeitung machen. Sie sind doch Amerikaner, sowas sind sie doch gewohnt. Show. Ja, hervorragend. Und während er da steht mit dem breiten Grinsen und euch anschaut, gibt es ein leises Grollen und der Boden unter euren Füßen zittert. Ist normal? Mr. Connerson, das ist ja... Sollten wir alle erstmal wieder... Ja. ...vom Ausgang. Über euch gibt es ein Knirschen, einer von den Stalaktiten. Jetzt. Leise. Herrschaften. Ich bin gerade sehr, sehr stark dafür, die Höhle zu verlassen, denn das wirkt hier nicht gerade sicher. Am besten holen Sie noch ein paar Leute. Connerson mit einer Hand, sind unsinnigerweise über dem Kopf, als würde das die Stalaktiten abhalten können, all zum Ausgang. Sigerson, bringen Sie hier doch mal ein paar Leute rein, die das Ganze sichern sollen, damit wir uns das die nächsten Tage noch anschauen können. Danke. Aber das lenkt uns nicht von den Pflanzen ab, nicht wahr? Und der eigentlichen Aufgabe der Arche. Korrekterweise. Was würden Sie gerne sehen? Ich meine, ich habe jetzt meinen Pulver quasi schon verschossen, weil viel dramatischer als das hier kann es nicht mehr werden. Aber vielleicht wollen Sie das Kernstück sehen, unsere einzigartige Pflanze oder die Eiskammern? Ja. Oder? Also ich bin sehr an dieser Pflanze interessiert und wie ich gehört habe, kränkelt sie so ein bisschen. Deswegen sind Sie hier. Die Pflanze... Kränkeln ist vielleicht das schwierige Wort. Dr. Green wird Ihnen das sicherlich genauer erklären, aber die Pflanze schrumpft. Oha. Die geht Ihnen ein. Ja, Sie können verstehen, dass das kein gutes Zeichen für den Zweck dieser Arche ist. Ja, dann kommen Sie doch. Ja. Holt ein kleines Täschchen heraus, klappt es auf, holt was raus, legt sich das auf die Zunge, klappt sie wieder zu. Auf geht's. Und ich sage so leicht spöttisch, naja, Botanik sind eben keine Börsengeschäfte, oder Mr. Connerson? Ich habe vielleicht dafür einen grüneren Daumen für Kurse und eine Nase für lohnenswerte Dinge. Wie ich schon sagte, ich bezahle gute Leute dafür, die Sachen zu machen, die ich nicht kann. Und das ist zum Beispiel, sich um Pflanzen zu kümmern. Hier entlang, die müssen zu dem nächsten Treppenhaus. Wir sind jetzt quasi zwei Geschosse oder mehr unter den Bereichen, in denen an der Pflanze gearbeitet wird. Bitte. Er geht voran, nimmt zwei Stufen auf einmal mit einem leichten Keuchen und Röte, die den Hals hochkriecht. Mr. Oesterfeld, Rufus, glauben Sie nicht, dass Menschen sich ändern können? Ich habe vorhin Ihren kleinen Kommentar mit dem Waffenhandel mitbekommen. Sie sind doch hier, um aufzudecken, oder? Richtig. Das treffen Sie auf den Punkt, Roland.
Ich bin hier, um herauszufinden, wie jemand, der seinen Lebensunterhalt mit Waffengeschäften, Ölfeldern und der Börse finanziert, plötzlich dem Wohltäter für die hiesige Pflanzenwelt spielt. Was ich jetzt sehe, ist eine unterirdische Höhle. Geschichten über seltsame Personen, die mal mehr, mal weniger, vielleicht nicht gesehen werden. Und seltsamerweise viel Angst vor Eisbären. Sie dürften sich sicher sein, dass herausfinden, was hier passiert, genau das ist, was ich will. Sie werden gleich die Pflanzen und den Sinn und Zweck dieser Kuppeln sehen. Ich sage nur, gehen Sie mit Ihrem journalistischen Misstrauen ran, aber geben Sie dem Mann eine Chance, er ist kein schlechter Mensch. Sehen Sie, ich habe im Zweiten Weltkrieg Menschen erschossen und nach dem Zweiten Weltkrieg große, große Tiere in Namibia, in der Mongolei, in Thailand. Und jetzt bin ich hier und sorge dafür, dass dieses Projekt in irgendeiner Weise erfolgreich wird. Geben Sie mir eine Chance, das ist alles, was ich sage. Ich fühle mich nicht sonderlich sicherer, nachdem ich gehört habe, dass er sowohl Menschen als auch große Tiere erschossen hat. Aber ich versuche über diesen Kommentar hinwegzublicken. Er lächelt dich an. Das erste Mal. Okay, ich lächle zurück. Am oberen Ende der Treppe stürmt Connorson einen kurzen Gang entlang und öffnet dann mit Schwung eine Tür und macht eine einladende Geste für Caroline. Das Sanktorum würde ich das vielleicht hier nennen. Willkommen, willkommen, willkommen. Dahinter ist alles hell beleuchtet. An den Wänden entlang sind Bänke aus Stahl und Beton, in denen zahlreiche Pflanzen unter unterschiedlichen Lampen stehen, die offensichtlich jeweils genau die richtigen Bedingungen für sie herstellen sollen. Es weht ein kontinuierlich umlaufender, kühler Wind, der leicht an deinen Haaren zupft und an den Blättern deiner Pflanze. Und im Zentrum dieses großen, runden Raums, der, würdest du schätzen, von deiner Orientierung her wohl unter einer der kleineren Kuppeln unten drunter liegt, denn kein Tageslicht fällt herein, alles hier sind Lampen, die künstlich leuchten, ist ein großes, rundes Becken, das natürlichen Stein und Erdreich einfasst und wo unter einem winzigen, kleineren geodätischen Kuppel, winzig nur im Vergleich mit der, die sich über euch befindet, unsichtbar, ein Dickicht von Ranken mit violetten, fleischigen Pflanzenstielen sich befindet, aus dem ein wie fast Stacheln lanzettförmige, bläulich-grüne Blätter hervorwachsen. Und diese Kuppel strahlt Wärme aus, eine ganze Reihe Lampen sind auf sie gerichtet. Und auf der anderen Seite steht Dr. Green an einem langen Tisch, an dem zahlreiche verschiedenste Gerätschaften untergebracht sind. Du siehst eine ganze Reihe sehr teurer Mikroskope, die du gerne mal die Hand anlegen würdest. Und verschiedenste andere Dinge, von denen du teilweise gar nicht weißt. Zentrifugen, klar, kein Problem. Schüttelplatten hier, da ganze Armeen von Pipetten und sonst irgendetwas. Und dort steht Dr. Green und schaut durch eines dieser Mikroskope und schaut auf. Erst mit einer sehr sauertöpfischen Miene. Gerhard, ich sagte doch. Oh. Ja, schön, Miss Green, dass wir uns jetzt wiedersehen. Es ist ja unglaublich, dieses Labor. Und was Sie hier an Material haben, es hat schon seine Vorteile, mit einem Multimillionär zusammenzuarbeiten, nicht wahr? Oh ja. Also, sagen wir mal so, ich kann hier aufschreiben exakt gerne, welche Linse von Zeiss ich oder Leica ich haben möchte. Und ich bekomme sie. Die sind hier teilweise Einzelanfertigungen. Und bin sichtbar neidisch. Sie dürfen all diese kleinen Spielzeuge ausprobieren. Sie schiebt ihre kleine Brille etwas höher und es wird auch nötig sein. Meine Herren, ich weiß nicht, wie sehr ich ins Detail gehen soll. Mr. Connorson hat mich gebeten, kurz ein bisschen über unser Einzelstück hier zu reden. Ich weiß, dass ich mit Frau Barret, sag ich mal, in unserer Geheimsprache reden kann, aber für Sie muss es wahrscheinlich ein kleines bisschen vorsichtiger sein, Herr Journalist. Drücken Sie sich gerne so aus, dass auch die Allgemeinheit das verstehen kann. Dann. Frau Barret, da drüben übrigens sind die Sporenproben. Das
Sie deutet auf ein Kabinett, in dem eine ganze Reihe Gläschen, die mit einem grünlich-blauen Pulver gefüllt sind. Das ist das, an dem wir am ehesten arbeiten. Denn, meine Herren, Frau Barret, es ist bemerkenswert schwierig, von dieser Pflanze Proben zu nehmen. Das habe ich gehört. Woran liegt das? Das liegt an Folgendem. Connison, darf ich das Ganze kurz einmal zeigen? Oder wollen Sie vielleicht probieren? Und sie reicht zu einem Probenkit, wo mehrere sehr scharfe Klingen in Griffe eingespannt sind, Glasplättchen bereit liegen, Präparierungsflüssigkeit und dergleichen. Bitte, versuchen Sie doch. Und sie macht eine Klappe in dem geodätischen Kuppelchen auf. Sehr gerne. Mr. Oysterfield, können Sie vielleicht ein paar Fotos machen, während ich die Proben entnehme? Das wäre ganz wunderbar für meinen Bericht später. Könnte ich vielleicht mit einbauen. Ja, sehr, sehr gerne, sehr gerne. Und ja, das mache ich. Dann gehe ich mal an die Pflanze ran und versuche, eine Probe zu nehmen. Als du dich näherst, machen wir mal einen Wurf auf verborgenes Erkennen für dich. Eine 84. Oh. Vielleicht gar nicht so gut. Also, mit großer Begeisterung näherst du dich, setzt die Klinge an und die Pflanze schlägt nach dir. Die Ranke zieht sich mit einem Pulsieren zusammen und mit einem Rascheln schneiden die Blätter übereinander und du bekommst einen kleinen, blutigen Schnitt an deiner Fingerspitze ab. Au! Oh, Entschuldigung. Kann das so sein? Meistens reagiert sie nicht so heftig. Ich hatte, das ist mir jetzt ausgesprochen, Moment, ich hole eben die Erste-Hilfe-Koffer. Ah, danke, das ist nicht so schlimm, das ist ja nur ein kleiner Kratzer, außer, ist sie giftig? Könnte sie sich da eventuell etwas entzünden oder so? Dann wäre es natürlich schon besser, wenn man es verarztet. Ja, Moment, achten Sie auf Ihre Atmung und Ihren Puls. Wir hatten einige allergische Reaktionen auf die Pollen. In Ordnung. Also wollen Sie damit sagen, dass Ihre kleine Pflanze da gemeingefährlich ist? Ich will damit sagen, dass die Pflanze bemerkenswert schnell reagiert. Keine Botaniker, wahrscheinlich der Einzige hier nicht, aber machen das Pflanzen normalerweise so? Ich meine, Frau Barese kennt sicherlich einige Beispiele dafür, dass Pflanzen mithilfe von ihrem Zelldruck sich bewegen können, aber... Also Fliegen fallen oder sowas, aber das war ja eben gerade nein. Jetzt müssen Sie mir nur noch erklären, dass Sie das Ding abends mit Steaks füttern und dann ist mein Bericht auch schon so gut wie fertig. Nein, Frau Barret, geben Sie doch mal kurz die Hand her. Und sie klappt ein Köfferchen auf und desinfiziert kurz die kleine Wunde, schaut sie sich an. Scheint nicht sehr tief zu sein. Macht dann ein Pflaster drüber. Aber wie gesagt, achten Sie drauf, falls Sie eine stärkere Reaktion bekommen, müssen wir Ihnen was gegen eine allergische Reaktion geben. Aber wie gesagt, normalerweise sind nur die Pollen das Problem. Wie Sie sehen können, die Pflanze ist wehrhaft. Und Frau Barret, ich weiß nicht, ob es auf dem Text ausgeschwärzt war, aber die Kuppel über der Pflanze ist dazu da, um ihre Metabolismuswerte zu messen. Für die Herren Pflanzen atmen. Mhm. Ich meine, anders als wir natürlich. Aber Pflanzen tauschen Gas aus. Und wenn Sie mir einen kurzen Moment geben, und sie geht zu einer ganzen Reihe von säuberlich in einen Schrank einsortierten Akten und holt mehrere Blätter heraus. Sie klappt auch das kleine Fenster in der Kuppel wieder zu und legt die Blätter auf einem Tisch aus. Und hier sieht man ihren Sauerstoffverbrauch und ihren CO2-Verbrauch, den wir messen konnten und wie sie auf Temperaturen reagiert. Normalerweise, wenn wir die Temperatur erhöhen und der Pflanze Sonnenlicht geben, dann sehen wir, dass sie mehr CO2 verbraucht und dabei O2 entsteht. Wiederum in der Dunkelheit kehrt sich diese Reaktion bis zu einem gewissen Grad um. Aber die Zeitverschiebungen hier sind bemerkenswert. Sie fängt an zu verstoffwechseln, bevor das Licht an ist, und sie hört auf, bevor wir das Licht ausschalten. Und zu erforschen, welche chemischen Mechanismen oder dergleichen dazu führen können. Das ist unter anderem unsere Aufgabe hier. Und herauszufinden, warum sie schrumpft. Die Fotos, Entschuldigung. Sie geht zum selben Schrank und holt nochmal ein Band raus. Connison lehnt sich im Hintergrund an die Wand und spielt mit dem kleinen Behälter, den er vorhin zwischen den Fingern hatte. Das hier ist die Pflanze zu dem Zeitpunkt, als wir die Anlage vor 5 Jahren begonnen haben zu bauen. Und sie legt ein Foto auf den Tisch und schaut euch erwartungsvoll an, offensichtlich in dem Willen, eure Reaktion zu beobachten. Und man sieht, dass die Pflanze dort
mindestens ein Drittel größeren Durchmesser einnimmt als jetzt. Also ihr kleines Pflänzchen scheint zu verhungern, Cornerson. Verhungern wissen wir nicht. Also ich meine, wir geben ihr alle Düngemittel, die nötig sind. Auch wenn es da irgendwelche komischen Ungereimtheiten gibt, irgendwie, dass Reaktionen früher einsetzen und falsch aufhören oder sonst irgendetwas. Sie hat Wasser, sie hat Sonnenlicht. Sollte ihr eigentlich an nichts schaden. Ich meine, wie ist Ihre Einschätzung, Frau Barré? Sollte nicht, das weißt du. Photosynthetisch Lebende sich wohlfühlen unter den Bedingungen, die wir ihnen hier bieten. Normalerweise schon. Wie sieht es denn mit der Erde aus? Also wo haben Sie die Pflanze genau gefunden? Haben Sie auch Erde genommen von dem Standort, wo sich die Pflanze befunden hat? Haben Sie völlig neue Erde genommen? Dr. Green tauscht einen Blick mit Cornerson aus. Darf ich? Sie haben die Erklärung unterschrieben, dass Sie nichts sagen werden. Natürlich. Die Pflanze war schon hier. Wie, sie war schon hier? Dies ist der Fundort. Die Anlage wurde um die Pflanze gebaut. Okay, also wenn ich das jetzt, nur dass ich das nicht falsch verstehe, also sowohl dieses antike Wohnzimmer, sowie auch diese Topfpflanze da vorne war schon hier. Das bringt mich natürlich sofort zu der Frage, wie konnten Sie woher wussten Sie davon? Ich meine, nicht jeden Tag kommt man jetzt auf die Idee, auch wenn man ein stinkreicher Supermillionär ist, einfach mal in Grönland ein Loch zu buddeln. Vor ungefähr 10 Jahren, fängt Cornerson an, kam mir die Idee, ein Loch zu buddeln, wie Sie es ausgedrückt haben. Ich habe mich jetzt nicht vielleicht dem grünen Leben verschrieben wie Frau Barré, aber es war... Ich erinnere mich ziemlich gut. Es war ein angenehmer Abend auf meiner Yacht. Wir waren im Mittelmeer unterwegs. Das Übliche. Ein paar Geschäftsleute, ein paar Models. Und am Abend war ich allein noch am Oberdeck. Manchmal braucht man einfach ein paar Momente für sich, egal wie angenehm die Gesellschaft ist. Und es hat mich getroffen, wie einen Schlag zwischen die Augen, als ich auf die Wellen rausgeschaut habe. Und die. Es war einer von den Abenden, wo Algen sich angesammelt haben, die dann leise glitzern in den Wellen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben, Biolumineszenz. Ich bin selten abends auf meiner Yacht mit Models und unterwegs, aber vielleicht werde ich dieses Vergnügen irgendwann ja nochmal haben. Touché. Und es kam ein lauer, warmer Wind auf. Und ich dachte mir, wie viele Momente wie diesen wird die Welt noch haben? Es kam fast aus dem Nichts. Und ich habe meine Kollegen nach Hause geschickt, bin zurück nach New York geflogen und habe an den nächsten Tagen angefangen, Dinge zu ändern in meinem Leben. Und ich weiß nicht, ob Sie meine Kampagnen kennen. Für das Grün, für die persönliche Verantwortung. Natürlich. Mr. Osterfield kennt nur ihre alten Kampagnen. Ja. Natürlich kenne ich. Also, naja, aber jetzt, wo Roland es schon anspricht, so ein Loch in Grönland macht sich doch auch bestimmt gut, um vielleicht noch Öl zu suchen, oder? Ich bin hier nicht auf der Suche nach Öl, Mr. Osterfield. Ich bin hier auf der Suche nach einer Zukunft. Und dieses Ding, das ich hier gefunden habe, auf der Suche nach einem Ort, wo ich meine Arche anlegen kann, dieses Wunder, dieses einzigartige Wesen, schwindet. Vielleicht, weil dieses Wesen hier unten seine Ruhe haben wollte, bis man auf die Idee kam, eine riesige Anlage darum zu entwickeln. Mr. Osterfield, ich würde vorschlagen, dass wir uns vielleicht zu dem Gespräch, das Ihnen offensichtlich sehr dringend ist, zurückziehen und Frau Barré und Dr. Green arbeiten lassen. Roland? Ich werde schauen, dass die Station weiter hört. Ja, wenn Sie allerdings noch irgendwas brauchen, Sir, und ich gehe nah an Cornerson vorbei. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollten keinen Schmierfinken aus Amerika holen. Ich sagte, Sie sollten europäisch denken. London Times, eine deutsche Zeitung, völlig egal. Aber jetzt haben Sie einen Amerikaner hier.
und ich halte das für eine gute Idee. Aber es sind auch die Amerikaner, die ich erreichen will. Ja, ich frage mich nur, ob Oysterfield derjenige ist, der diese Brücke schlagen wird, oder ob er nur interessiert ist, nach ihrem alten Öl zu graben. Das werden wir sehen. Gut, seien Sie nur vorsichtig. Ja. Mr. Oysterfield, kommen Sie doch in meine private Lounge. Sehr gerne. Dann. Miss Barré, Dr. Eve, wenn irgendwas ist, ich lege eins der Walkie-Talkies auf den Tisch. Ich bin unten bei der Mannschaft. Danke, sehr fürsorglich. Wunderbar. Bleiben wir kurz mal bei Caroline und Dr. Evelyn Green, die die Tür hinter den beiden anderen schließt. Tja, willkommen in meinem bescheidenen kleinen Labor. Ich habe es tatsächlich. Es gibt eine Methode, die ich herausgefunden habe, wie ich bislang Proben nehmen konnte. Wow, und wie? Mithilfe der Sporen. Ich möchte gerne, dass Sie sich einmal kurz anschauen. Ja, die Pflanze blüht in sehr unregelmäßigen Abständen. Und bei der letzten Blüte haben wir Sporen gesammelt. Deswegen mein Hinweis auch mit der allergischen Reaktion. Man muss tatsächlich dabei ein bisschen vorsichtig sein. Und kommen Sie. Sie nimmt eine von den Proben von dem Regal und drückt sie dir in die Hand. Wie geschickt bist du denn? Ich habe 60. Und ich habe eine 72 gewürfelt. Oh nein! Als du dich anschickst auf die kleine Testscheibe irgendwie ein bisschen von denen sauber zu entnehmen, rutscht dir das kleine Gerät dafür aus den Fingern und eine winzige Wolke von grünlichen Pollen erhebt sich in die Luft und schwebt vor dir. Ups, ich glaube, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich atme nicht. Hörst du gerade eben noch Dr. Green? Und als du instinktiv einatmest, nachdem du geredet hast, gibt es ein Kribbeln in deinen Lungen. Du hörst das Rascheln von Blättern und das Ächzen von Holz. Und Dr. Green wird langsamer und langsamer, wie sie mit aufgerissenen Augen sich zu dir umdreht. Und hinter ihr entfalten sich langsam Äste und Zweige und greifen ineinander. Über dir, als du dich umschaust, wird die Decke aus Beton durchsichtig und du siehst einen Himmel, der tief violett erstrahlt und an dem ein großer orangener Fleck hängt, der von mehreren Kreisen umringt ist, die halb silbern, halb grau glänzen. Und um dich herum ist ein Wald. 20, 30, 40 Schritt hoch, purpurne Ranken mit teilweise mannslangen, lanzettförmigen, grünblauen Blättern, die leise ächzen. Und als du runterschaust, siehst du zu deinen Füßen Knochen, in die sich die Wurzeln gegraben haben. Eine schwerende, dräuende Hitze liegt auf dir, die du plötzlich spüren kannst, eine immense Luftfeuchtigkeit und ein Zirpen und Zirren und Glucksen von irgendwelchen Insektenwesen, die du vage ausmachen kannst. Die Pflanzen beben und bewegen sich, die Blätter rascheln aneinander und für einen Moment glaubst du fast so etwas zu hören wie Kommunikation, fast so als würde dieses Ächzen und das Pulsieren von Säften in dem Holz und das Aneinanderschlagen der Blätter fast so wie das Zirpen von Grillenbeinen auf ihren Flügeln dir irgendetwas mitteilen wollen, als die Zeit zurückkehrt und wieder schneller wird und diese fremde Welt verschwindet und Dr. Green dir entgegenstolpert mit einer ausgestreckten Hand. Oh mein Gott, das war ja unglaublich, wie viel Zeit ist vergangen. Ich kann das gar nicht einschätzen. Das ist. Oh. Wie ist denn deine geistige Stabilität so? Oh, bei 50. Dann verlierst du 4 Punkte geistige Stabilität durch die Vision. Alles klar. Geht es Ihnen gut? Sie haben für ein, zwei Sekunden sehr, sehr verwirrt reingeschaut, Frau Barré. Oh, das waren nur Sekunden, das kam mir viel länger vor. Das war, ich war eins mit einem ganz merkwürdigen Wald und ich konnte fast die Blätter verstehen und ich habe Wurzeln geschlagen und es war einfach ein Urwald um mich herum. Okay.
Vielleicht setzen Sie sich einen Moment hin. Sie ich glaube, das ist besser. Vielleicht noch ein Glas Wasser. Oh ja, 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 Moment. Sie gibt dir eine Flasche Wasser in die Hand, die sie aus einem kleinen Kühlschrank holt. Das Glas ist mit feinen Dunstperlen überzogen sofort in der wärmeren Temperatur des Raumes und zieht sich Handschuhe an, um die kleinen verstreuten Mengen an Pollen möglichst vorsichtig zu entsorgen. Vielleicht überspringen wir die Sache mit den Pollen. Entschuldigung, in meinem Übereifer. Ich habe zu früh losgelassen, ich hätte sie mir warnen müssen. Haben Sie irgendwelche Reaktionen? Die halluzinogene Wirkungen haben schon mehr Leute berichtet, aber atmungsfrei? Ja, ich glaube, ansonsten geht es mir gut. Gut, dann, sie lehnt sich über einen ihrer Tische. Ich habe genau eine Probe, die ich nehmen konnte. Und ich will, dass Sie sich ansehen und dass Sie mir sagen, was Sie dort sehen. In Ordnung. Sie winkt dich zu einem von den Mikroskopen herüber. Ich versuche, Sie nicht zu beeinflussen. Schauen Sie einfach nur nüchtern hindurch. Ich schaue durch das Mikroskop. Kurzes Einstellen auf deine Augen. Und du siehst eine sehr sauber präparierte und eingefärbte Zellprobe. Und du siehst die tatsächlich kurios geformten, aber vorhandenen Körperchen, die das Chlorophyll enthalten, die Chloroplasten, wie sie sich bewegen. Diese Zellen leben. Ich weiß nicht, ob sie da in der Nährlösung sind oder etwas anderes, aber du würdest nicht damit rechnen, dass Pflanzenzellen so lange unter Beleuchtung in einem Mikroskop überleben. Und während du hinschaust, siehst du, wie zwei von ihnen miteinander verschmelzen, ihre Zellwände sich gegenseitig öffnen, ein Zittern, wie sie sich zusammenziehen und zu einer werden. Ich trete zurück, schaue Miss Green an. Ich habe noch nie so etwas Vergleichbares gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Aber ich verstehe jetzt, was Sie meinten, dass man diese Pflanze nicht kategorisieren kann. Sie ist komplett anders jeglicher Erfahrungswelt. Was haben Sie beobachtet? Weil Zellen, sie miteinander verschmolzen sind und dass sie anscheinend noch lebendig sind, das scheint mir vollkommen unrealistisch. Diese Probe habe ich vor 2 Wochen entnommen. Und das Einzige, was seither geschehen ist, ist, dass sie weniger wird und dass die Zellen miteinander verschmelzen, um weniger zu werden. Oh, das erklärt, warum die Pflanze schrumpft. Das erklärt, was der beobachtbare Vorgang ist, aber warum bewegt sich diese Pflanze in allem, was sie tut, gegen die Zeit? Ich verstehe. Ich bin vollkommen verwirrt. Ich schaue noch mal kurz durch das Mikroskop. Du kannst wieder zurück. Die gleiche Beobachtung machen, 2 Zellen, die miteinander verschmelzen und links diesmal in dem Bereich der Probe und zitternd zu einer werden. Und wie die Zellwand, von deren Teil sie, also die, nee, die Wand der Probe, sich zusammenzieht, um eine engere Kurve zu bilden. Ich bin hier tatsächlich mit meinem Latein am Ende. Ich auch, Mrs. Barry, ich auch. Haben Sie schon versucht, die Zellen einzufrieren? Ja. Was ist dann passiert? Sie werden zu Eis, bevor ich sie herunterkühle. Und sie tauen auf, bevor ich sie herausnehme. Aha. Ich weiß nicht, ob Sie mir dazu stimmen würden. Mein Versuch, sie nicht zu beeinflussen, ist gnadenlos gescheitert. Liegt nicht an Ihnen, glauben Sie mir. Die Situation überfordert mich, vorsichtig gesagt. Ich dachte, dass hier... Sie nimmt Ihre Brille ab. Ich dachte, das hier wäre ein bequemer Job mit einem exzentrischen Millionär, der mir alles bezahlt, mit dem ich immer schon mal arbeiten wollte. Und jetzt habe ich hier eine Pflanze, die rückwärts altert. Und ich kann es ihm nicht erklären. Ich verstehe es nicht.
Und ich hoffe, dass wir eine logische Erklärung dafür finden, dass wir zusammen hier... Es sind noch eine ganze Reihe von weiteren Sequenzierern und dergleichen angefordert, mit denen wir versuchen können, die chemische Zusammensetzung genauer zu erklären und dergleichen, dass wir irgendeine Erklärung dafür finden, was hier vor sich geht. Ein einmaliger Überlebensmechanismus, aber derzeit. Mrs. Barré, ich liege nachts wach und denke darüber nach und ich glaube, diese Pflanze hält sich nicht an unser Verständnis von Zeit. Es ist vollkommen unerklärlich, mein Gott. Also ich gehe nochmal durch das Labor, schaue mir die Pflanze nochmal an. Und das heißt, sie wird irgendwann in dem Status sein, dass sie wieder ein Samen wird. Und was passiert dann? Das ist eine gute Frage. Ich meine, die Leute sagen immer, war das Huhn oder das Ei vorher da? Aber ich frage mich, war erst die Pflanze oder erst der Same? Wo kommt dieser Same her? Sie verstehen also meine Schwierigkeit. Vielleicht sollten wir für heute Schluss machen. Ich muss zugeben, dass meine Hände auch langsam ein bisschen zittrig sind, bevor wir nochmal irgendwelche Sachen fallen lassen. Oh ja, es tut mir nochmal so leid. Ja. Wechseln wir doch kurz zu Mr. Postlethwaite. Was macht der, während unsere beiden Botanikerinnen Spaß mit Pflanzen haben? Zittrige Hände übernehme ich, die rechte zittert wieder, während er sich von der Bar in den Flachmann seinen Glenfiddich einschüttet und die Aufnahme beendet mit Miss Barré scheint ja soweit ganz tauglich zu sein. Diesen Oysterfeld werden wir weiter im Auge behalten. Beide haben heute direkt am ersten Tag etwas gesehen, wovon wir Chiva und Rick sowie auch Narkak Erwähnung vor einer Woche hatten. Und auch ich habe etwas gehört. Wir haben den 4. September, immer noch 63. Und dann haut er auf sein Tonbandgerät. Was gehört? Dann bewegt er sich, wo er hin wollte, in die Messe und sucht nach entweder Mike oder nach Cock. Da Cox sitzt da und hat in der einen Hand ein kleines Heftchen aufgeschlagen, einer von so einem Fortsetzungsroman, die liest er gerne, irgendwelche Abenteuergeschichten, während er Gedanken verloren in der anderen Hand einen Löffel hält, den er halb in den Mund gesteckt hat, aber auf dem er offensichtlich seit längerer Zeit nur irgendwie rumlutscht, vor sich eine Schale voll mit irgendwie Haferbrei oder so etwas. Hey, Chief. Roland, hey, was kann ich für dich tun? Ich beschäftigt was. Wir wurden heute vom Chef hinunter in die Anlage B geführt, die seit Tagen, Wochen verschlossen. Du weißt, keiner darf dahin. Sigurdsson führt Liste, bla bla bla. Ja, ich weiß, was du meinst. Keine Ahnung, ich habe nicht die Freigabe dafür. Ich weiß, aber ich bin für die Sicherheit zuständig und habe momentan beschlossen, Freigabe zu geben, zumindest verbale. Da unten ist eine komplett ausgearbeitete Höhle und ich meine jetzt nicht eine... Shit! Eine Höhle, ich meine keine natürliche, also keine Steine oder sowas, sondern da sind Strukturen, Säulen fast und Statuen und Wandmalereien und so ein Kram. Ich habe da keine Wandmalereien angebracht. Das kannst du mir glauben. Ich weiß. Und ich glaube auch nicht, dass der Chef oder Sigurdsson da unten in Vorarbeitung gearbeitet hat, um einfach vor dem Amerikaner und vor Miss Barré zu protzen. Aber wir waren da unten und das ist schon wieder passiert. Beide haben irgendwas gesehen aus den Augenwinkeln. Und ich habe was gehört, einen Wind, ein Flüstern. Du gehst auch, Mann. Okay. Ja, ich jetzt auch. Ja, zum zweiten Mal. Das erste Mal wollte ich nicht zum Doc, weil, hey. Ich habe vorhin, das war mir ultra peinlich. Ich habe vorhin Nessa hier aus Accounting. Ja. Ich dachte, ich hätte sie gesehen, aber dann dreht sich die Person um. Vollkommen andere Frau. Und hat sich verwirrt umgeschaut, ist dann weggegangen. Und als ich um die Ecke gegangen bin, war da niemand. Also, ich habe keine Ahnung, was Connorson hier tut und wen er noch alles hier irgendwie einlädt, aber hier sind echt komische Leute unterwegs. Moment, niemand vom Team? Niemand vom Team, nein, niemand, den ich bisher kannte und eigentlich sollten sich alle bei mir irgendwann vorstellen.
Ja, eben. Ja, weißt du, groß gewachsen, sportlich, Vanessa eben. Und ich dachte, sie wäre gerade wandern gewesen, weil hat auch ähnlich... Wo hast du das gesehen? Auf einer der unteren Ebenen tatsächlich. Na shit, das wird hier nicht vorbei. Ich meine, es kommen noch mehr Leute. Also wahrscheinlich mindestens ein Archäologe oder eine Archäologin und ein Anthropologe. Wegen dem Zeug jetzt da unten. Das heißt, hier wird es langsam gemütlich. Oh, und ich weiß nicht, damit anzufangen. Also du willst einen Blick riskieren? Sollen wir da mal runterschauen? Ja. Oder was hast du vor? Ja. Ich will wissen, was das da unten ist, ja. In dem Moment gibt es ein lautes Knacken, die Lichter dimmen und es gibt durch die Lautsprecher ein Ding, Ding, Ding. Ja. Die Abendschicht beginnt. Oh. Schichtwechsel. So spät schon. Aber, hey, dann fällt es auch niemandem auf, wenn wir hier rumlaufen. Aha. Ja, das ist in Ordnung. Der Chef ist sowieso mit dem Amerikaner beschäftigt. Top Story. Und Dr. Green ist, glaube ich, oben im Labor. Ja, warum nicht? Okay. Na dann, auf geht's. Ich weiß, dass Sigurd ein paar Leuten gesagt hat, dass sie dort unten irgendwas installieren wollen. Das heißt, die Tür ist, glaube ich, auch offen. Ja. Danke, dass du mich mal auf so ein Abenteuer mitnimmst. Ja, ich sterbe vor Langeweile die letzten Tage. Komm. Ich habe auch nichts mehr zu lesen. Hast du einen Revolver dabei? Ich habe eine Signalpistole. Fantastisch. Wir gehen noch mal kurz bei mir vorbei. Okay. Nach einem kurzen Besuch bei dir, er lässt seinen Löffel in seinen kalten Haferbrei fallen, schmeißt das Buch mit dem Gesicht nach unten auf den Tisch. Aber nach einem kurzen Besuch bei deinem Spind mit deinem Arbeitsgerät geht es runter in die Höhle, wo jetzt wieder Stille und Ruhe herrscht. Mhm. Die Lampen sind aber noch an, es ist aber gerade niemand da, um dort zu arbeiten. Und Kock schaut sich um. Neue installiert, die neue Lampe? Ja, es sind tatsächlich mehr Lampen installiert. Alter. Aha. Okay. Ich hoffe, ihr werdet angemessen beeindruckt. Connors und Marx, wenn die Leute U und A sagen. Ich habe davon viel zu wenig Ahnung, um U und A zu sagen. Und wie gesagt, ich... Halt es wieder. Nicht zu laut. Ich wette, es dauert nicht lange und Sigerson bringt hier unten irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen an. Scheiße, gut. Ja. Und was habt ihr da gesehen? Er bewegt sich zwischen mehreren von den Statuen durch. Okay, ich verstehe. Hier hinten sind Statuen und eine offene Tür. Genau, eine offene Tür. Ja, hier ist eine offene Tür. Da geht's noch weiter. Wart ihr da schon drin? Nein. Es gab so eine Art Erdbeben. Also zumindest eine leichte Erschütterung. Und dementsprechend wollte er hier auch erst wahrscheinlich Stützbalken einziehen. Okay. Und als du an den Stalagmiten vorbeigehst, siehst du die schon vertrauten Statuen, die Frau mit dem halben Elchgeweih, der Mann mit dem seltsamen Bart, die Pflanzen, die betenden Leute und wo vorher einfach nur ein Basrelief von einer Tür in die Wand geschlagen war mit einer dunklen Gestalt drauf, ist ein Durchgang. Das war definitiv noch nicht. Also offen war es noch nicht. Die zwei kenne ich hier, Tutanchamun und Freya. Aber das? Du willst mir sagen, nee, du verarschst mich doch. Nein. Wir waren aber nicht lange genug hier, aber ganz sicher hier zu. Also hier die Bilder und sowas und die Pflanzen. Er holt eine Taschenlampe raus. Klack, klack, klack. Okay. Und in dem Moment hörst du hinter dir einen... So als würde ein scharfer Stein über anderes Gestein fahren. Leuchte in die Richtung... Und wir wechseln, bevor dein Lichtkegel auf das fallen kann, was auch immer sich da bewegt, zu Oysterfield, der in die private Lounge gebracht wurde, die mit Walnusspanelen ausgekleidet und breiten, bequemen Sitzen versehen ist. Auch hier ein unvermeidliches Tonbandgerät und ein Fenster, das hinausführt in die jetzt heranbrechende Dämmerung. Im Sommer sind die Tage zwar lang, aber dafür ist die Dämmerung ebenso lang und es gibt ein silbriges Licht, das auf den Gletschern und dem Schnee widerspiegelt, das dort draußen eine seltsame, schattenlose, graue Welt erzeugt. Wenn Sie was noch trinken wollen, dann bedienen Sie sich. Auch hier ist alles, was man sich irgendwie wünschen könnte. Und Dankeschön. Nobel, sage ich als Kommentar auf die Einrichtung. Sie lassen es sich ja wirklich gut gehen. Nicht schlecht. Oh, wissen Neben Sie. All den Villen und Yachten...
auch noch eine perfekt eingerichtete Mr. Oysterfield, Neid steht Ihnen nicht gut. Ich dachte, Sie sind hier, um eine vernünftige Geschichte zu schreiben, nicht um mich und meinen Lebensstil zu beleidigen. Ich möchte Sie gar nicht beleidigen und eine vernünftige Geschichte möchte ich hier in der Tat schreiben. Aber natürlich können Sie sich vorstellen, dass ich bin ja nun kein Wissenschaftler, der diesem ganzen Spuk da unten mit Ohr und Haar entgegentritt, sondern ich frage mich natürlich, was das alles nun damit zu tun haben soll, dass Sie das Überleben, das Fortbestehen der Menschheit oder zumindest des Lebens hier sichern wollen, was ja zumindest der offizielle Plan dieser Anlage sein soll. Bisher habe ich nur gesehen, dass wir hier einiges Zeug gefunden haben, das wahrlich seltsam ist. Aha. Es ist... Glauben Sie mir, ich habe inzwischen stark den Eindruck, und ich bin eigentlich kein gläubiger Mensch gewesen, dass das Schicksal mir Fingerzeige gegeben hat, diesen Ort zu finden. Und unter diesem Ort das, was verborgen ist, und die Pflanze hier. Als hätte die Welt ein Puzzlestück gehabt, das fehlt, und ich habe genau die Form, die da hineinpasst. Als würde etwas da draußen wollen, dass sich immer dieser Mission annimmt. Und diesejenige sind Sie. Die Menschheit wird diesen Planeten verändern, glauben Sie mir das, auf bemerkenswerte Art und Weise. Die Geschwindigkeit, mit der wir Ressourcen verbrauchen, mit der sich Müll und dergleichen ansammelt. Und ich bin... Nun ja, ich appelliere an den guten Willen, an das Geld, an die Hoffnung, zukünftigen Generationen zu helfen. Persönliche Verantwortung ist meine Lösung. Sie kennen vielleicht die Kampagnen mit dem traurigen Indianer hier, der den Leuten sagt, sie sollen auf ihre Umwelt achten und sowas. Das, ja, die kenne ich. Wir versuchen, die Leute auf diese Art und Weise zu erreichen. Übrigens, italienischer Darsteller. Aber so ist es. Genau das ist doch der Punkt. Ich kenne ja nicht nur diese Kampagnen. Ich weiß auch von den Waffengeschäften, die sie abgeschlossen haben. Ich weiß von ihren Spekulationen an der Börse. Will nicht wissen, wie viele da am Ende mit weniger als nichts dagestanden haben, um ihren Profit zu bereinigen. Aber das alles, wie gesagt, ich möchte nicht nur auf alten Geschichten herumreiten. Was mich wirklich interessiert, ist, woher dieser Sinneswandel? Worum geht's? Später einen anderen Eindruck in den Geschichtsbüchern machen? Wie kommt das? Ich habe den Drang, die Welt zu verändern. Ich will sie anders zurücklassen, als ich sie vorgefunden habe. Und wenn ich dafür Geld und Macht und Druck einsetzen muss, wissen Sie, die Pflanze hier ist fast wie ein Symbol. Sie schrumpft. Sie wird weniger, aber vorher muss sie keine Ahnung wie lang hier in Grönland, in einem der lebensfeindlichsten Länder, in dem es überhaupt noch Leben gibt, existiert haben. Haben Sie die Höhle unten gesehen? Die Bilder von Leuten, die Pflanzen anbeten? Ja. Haben Sie eine Vorstellung davon? Ich stand ja neben Ihnen. Wie lange gibt es dieses Lebewesen hier schon? Aber ist das nicht auch irgendwie Ironie? Sie beschweren sich, zu Recht, möchte ich sagen, über die Ressourcenverschwendung auf diesem Planeten und dann sorgen Sie dafür, dass hier unten eine Pflanze, die hier vielleicht schon seit Tausenden von Jahren vegetiert, durch Ihre Forschung vielleicht noch kleiner wird. Wie passt das zusammen? Aber Sie haben mir noch gar nicht meine Eingangsfrage... Sie wird durch meine Forschung nicht kleiner. Wir versuchen, ihr zu helfen. Wir versuchen, sie zu retten. Es ist... Deuten Sie das nicht falsch, ja? Manche Leute machen dann gerne Witzchen. Aber irgendwas verbindet mich mit dieser Pflanze. Das sage ich Ihnen. Unsere Schicksale sind so... Er hat kurz Platz genommen, so mit einer halben Hinterbacke auf seinem Schreibtisch, der schwer und aus Eiche inmitten des Raums steht. Geht jetzt gestikulierend auf und ab. Und Dinge müssen geschehen. Für einen Augenblick siehst du den Mann mit der Tweedjacke hinter dem Schreibtisch stehen, mit einer Taschenlampe in der Hand und einem seltsamen Gerät in der anderen, der den Blick schweifen lässt. Und ich erschrecke erstmal und schaue erstmal meinen Whisky an. Sehe ich die Person weiterhin? Ja, und sie zieht die Augenbrauen leicht zusammen, schaut in deine Richtung und du glaubst, dass ihre Lippen sich bewegen, fast fragend. Ich würde gerne auch Verborgenes erkennen würfeln. Selbstverständlich.
Eine 16. Das kann gar nicht schief gehen. Ist das sogar unter der Hälfte? Ist auf jeden Fall ein schwieriger Erfolg, ja. Der Mann passt nicht zu dem Hintergrund. Das Licht, das auf ihn fällt, ist anders. Der sieht aus, als würde er in Dunkelheit stehen mit nur einzelnen Lichtquellen, die ihn beleuchten. Nicht, als würde er von dem gleichmäßigen Grau im Hintergrund beleuchtet werden, aber er ist klar erkennbar. Mr. Connerson, ihre Göttlichkeit in allen Ehren, aber wer ist die Person hinter ihrem Schreibtisch? Er wirbelt herum und schaut auch in die Richtung. Ihm klappt die Kinnlade halb herab, als das Bild flackert und der Mann in der Tweedjacke verschwindet. Mr. Connerson, das ist genau die Person, die ich unten im Augenwinkel gesehen habe. Sie haben ihn also auch gesehen? Ja. Und wir wechseln in den Keller, wo im Schein der Taschenlampe nur kurz eine vage Bewegung auszumachen ist und ein leises Rascheln und dann ein Knacken und Knistern und Stöhnen, das sich langsam mühselig formt zu Silben. Fast als würde die Höhle mit euch sprechen. Undatunda. Wer ist da? Roland, sagt Narkok. Ja? Roland, ich glaube, wir sollten hier weg. In Ordnung, ja. Besser ist das. Wir sollten zumindest den anderen Bescheid sagen. Hast du verstanden, was gesagt wurde? Ich habe kein Wort. Etwas atmet dir in den Nacken. Wow. Ja, ich fahre herum. Mit einem Griff an den Stiefel habe ich mein Bowie-Messer draußen. Und du siehst Zähne. Zähne, die dein Blickfeld ausfüllen für einen Moment. Weiß und ineinandergreifend wie Finger, die versuchen, zusammen eine Faust zu bilden. Und blassbläulich leuchtende Augen, mehrere Handbreit darüber in der Dunkelheit. Und diese Zähne öffnen sich und sprechen mit der Stimme der Hülle. Uthak. Lauf! Du hörst, wie Narkok die Taschenlampe fallen lässt und anfängt zu rennen. Und was tust du? Ich imitiere ihn, so gut es geht. Ich renne auch. Du rennst. Dann, du kannst mir ja mal sagen, wie schnell du bist. Geschicklichkeit oder was? Du hast ja auch eine Geschwindigkeit, aber wir können auch einfach... Bewegung 6. Ja. 6 und eine 100. Gewürfelt. Ich sollte mal wieder selbst würfeln, das wäre ganz schön. Du drehst dich um, beginnst zu sprinten, verhedderst dich mit der Zehenspitze in einer von den vielen umgestürzten halben Säulen und schlägst lang hin. Deine Zähne klappen brutal aufeinander und du schmeckst Blut, als du deine Zungenspitze zwischen den Zähnen auf und möglicherweise auch ein kleines Stück abbeißt, glaubst du. Da ist irgendwas zwischen deinen Lippen auf einmal Fleischiges. Und dann drückt eine sehr große Hand zwischen deine Schulterblätter und etwas schnüffelt an dir. Nademag. Und dann ist es weg. Und du hörst schnelle Schritte, die Narkoks folgen. Etwas rennt mit klackenden Krallen und einer immensen Masse, die rechts und links die Säulen beiseite wirft in die Dunkelheit. Die Lampen knistern und gehen teilweise aus. Einzelne von den Leitungen werden durchtrennt von großen Krallen, die herabfahren. Und du wirst in Finsternis zurückgelassen. Ich würde mein Walkie-Talkie zücken. Du zückst dein Walkie-Talkie, machst es an. Du hörst das leise Rauschen und Knistern, das dir sagt, dass du tatsächlich auf einen Kanal sendest, auf den du wahrscheinlich eingestellt hast für generell Sicherheitsangelegenheiten. Mhm. Und sagst was? Und Postelwelt hier, ich bin in der Höhle Anlage B. Etwas hat mich angegriffen. Jeder, der das hören kann, kommt bewaffnet hier runter. Irgendetwas ist hier unten. Ich wiederhole Postelwelt in Anlage B. Und dann lasse ich das Walkie-Talkie da liegen und nehme mal von der Schulter mein Jagdgewehr, mein Mauser 98. Es gibt ein Knacken, als du den Schalter losgelassen hast und andere Leute senden können und du empfangen kannst. Und du hörst ein, hier ist Sigurdsson, wiederholen. Was haben Sie gerade gesagt, dass dort unten etwas ist? Haben Sie einen Eisbär gesichtet? Sigurdsson,
nehmen sich genug Männer und kommen sie hier runter. Hier unten in dieser Höhle ist etwas. Hier ist eine offene Tür. Sind unterwegs. Und du hörst in der Ferne Narkok schreien. Ein paar Stockwerke weiter oben sind Frau Barré und Dr. Green gerade dabei, das Labor aufzuräumen und zu checken, dass alle von den anderen kleineren Pflanzen, alles seltene und sehr schön gepflegte Exemplare, versorgt sind, als sie einen Schrei hört. Vor der Tür etwas gedämpft, etwas fern, aber ein grelles Ah! Dr. Green, haben Sie das gehört? Da scheint jemand in Not zu sein. Sie schaut sich um und greift dann zu einem Skalpell von einem ihrer Biopsie-Sets. Das wäre auch so meine erste Reaktion, was Scharfes greifen. Da ist eine Feueraxt. Oh, perfekt! Feueraxt von der Wand holen. Und Dr. Green macht die Tür auf und späht raus. Und euch taumelt der Mann mit der recht dunklen Haut und den mit einer epikantischen Falte versehenen dunklen Augen entgegen, der Narkok, meinst du, euch schon empfangen hat. Und der euch mit weit aufgerissenen Augen entgegenschaut und sich an der linken Schulter die Hand gegen mehrere blutige Striemen presst. Gott, Narkok, was ist denn passiert? Ich drücke mit auf die Wunde, um das Blut zu stillen. Es hat mich gehen lassen. Es hat mich gestreift, das hat mich... Ich habe keine scheiß Ahnung. Aber es hat bei mir gerochen und dann hat es mich gehen lassen. Wo ist es passiert? Beim Treppenhaus. Wir waren unten. Scheiße. Ich war mit Bosselfade unten in der Höhle mit Roland. Und da war ein scheiß großes Ding. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Da hat irgendjemand den Eisbären rasiert, was weiß ich. Also eine scheiße große Szene. Und Mist, ich habe meinen Walkie-Talkie verloren. Wir müssen irgendjemand Bescheid sagen. Es passt leicht weit, immer noch unten. Ich weiß es nicht. Ich bin gerannt. Er hat gesagt, ich soll rennen. Das war sicherlich das Beste. Ich renne runter. Du rennst runter. Und vermutlich in Postrate rein, der dir mit einer geladenen Waffe entgegenkommt. Raus, kommen Sie raus. Ja, ich drehe dich um und drück dich sozusagen wieder raus. Treppe hoch, wenn es geht. Ja, lass dich auch mit mir machen. Komm, was ist hier passiert? Es sind Sie verletzt? Gewehr auf den Eingang gerichtet, langsam die Treppe zurück hoch. Da ist etwas Großes, Fieses. Ist Narkok raus? Ja, er ist gerade bei uns reingekommen, verletzt. Wir müssen das Ding hier zumachen. Hey. Narkok winkt aus dem Hintergrund. Hey. Hey. Oh Mann. Es hat mich einfach gehen lassen. Ja, mich auch. Es hat an mir geschnüffelt und ist dann auf dich. Und ich glaube, es ist weiter nach oben. Wir wechseln kurz zu der privaten Lounge. Der Tweetmann ist verschwunden. Connerson geht um seinen Schreibtisch herum, fährt mit den Fingern durch die Luft, dreht sich dann zu dir um und sagt, ich sehe sie öfters. Wie nicht? Und lesen Sie meinen Artikel. Das freut mich nicht. Nein, die Leute hier. Ich sehe diese Leute hier öfters. Okay, also was sind das? Sind das Geister oder ist das einfach nur von Ihnen ein gekonntes Trickspiel, um mich noch mehr zu beeindrucken? Nur bei mir der Ton weg? Nee, ich höre dich auch gerade nicht mehr. Wir sehen öfters diese Leute hier. Und manchmal sehen sie uns. Und okay, Connerson, ich glaube, ihr ganzer Ansatz für eine bessere Welt mal außen vor. Was passiert hier unten? Sie haben ja eine... diese Pflanze am Leben zu erhalten. Und Dr. Green, Sie denkt, dass ich es nicht weiß, aber ich habe selbstverständlich Mikrofone in den wichtigen Räumen dieser Anlage. Sie sagt, dass die Pflanze sich nicht mit der Zeit bewegt. Verstehen Sie? Diese Pflanze war früher größer.
Sie ist jetzt geschrumpft. Vor tausenden von Jahren muss sie gigantisch gewesen sein. Wir sind hier in den letzten Momenten eines Waldes, der immer geringer wird. Und ich weiß nicht, ob dieser Wald stirbt oder ob er nur darauf wartet, gepflanzt zu werden. Mr. Connerson, Sie jagen mir ein wenig Angst ein, wenn Sie das so sagen. Aber habe ich Sie richtig verstanden? Diese Pflanze war alt und wird jetzt jung. Es gibt keine andere. Und in dem Moment kratzt etwas laut an der Tür. Von Metall, das unter großen Druck gesetzt wird. Passiert das auch öfter? Nein, 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 scheiße. Er fängt an seinem Schreibtisch herumzutasten auf der Suche. Ich ziehe mein Taschenmesser, eine andere Waffe habe ich nicht. Und im Gang davor, auf dem letzten Absatz der Treppe, die eine Person bewaffnet mit einer Axt, die andere mit einem Gewehr, seht ihr etwas Gebücktes, das aussieht wie ein grob menschenförmiger Schatten, aber vielleicht auch grob eher bärenförmig, schwarz, ein Umriss, der nur an wenigen Stellen das Licht reflektiert in einzelnen hellen Flecken, die eine Hand gehoben hat und langsam damit über die Tür fährt, die zu, wie Postlethwaite weiß, der privaten Lounge führt und dabei tiefe Spuren darin hinterlässt. Guter Mark, das Ding schnüffelt an der Tür und ihr könnt mir, können ja mal sagen, 46, Daniela, ist das unter deiner geistigen Stabilität und 77, gleiche Frage an Ben. Mir trifft es genau. Natürlich nicht. Das heißt, du verlierst 2 Punkte geistige Stabilität, Daniela. Beziehungsweise du hoffentlich nicht, sondern Caroline. Und der Ben verliert 4. 4, 1, 2, 3, 4, ja. Meine Hand beginnt wieder zu zittern, die rechte Hand beginnt wieder zu zittern, das ganze Gewehr wackelt mit. Das ist genau wie in Namibia. Das Ding schnüffelt. Und dann hebt es den Kopf und dreht sich um. Das ist eher wie ein Schattenspiel, wie ein Scherenschnitt, in dem aber langsam eine breite Wand aus Zähnen und 2 blaue Augen in eure Richtung gedreht werden. Dann öffnen sich diese Zähne und sagen, oh, nack. Und es schnüffelt in Richtung Caroline. Ja, gute Nacht, würde ich sagen, und hau drauf. Dann gib mir doch mal einen Angriff mit Handgemenge, wenn du versuchst, dem Ding eins zu verpassen. Ja, ich habe 55, also als Wert. Dann gucken wir mal. Mit einem One-Liner. Eine 60. Du schlägst zu und das Ding entscheidet sich dafür, zurückzuschlagen. Und es schlägt sehr gut zurück. Du hast ein verdammtes Glück, du verlierst nur 3 Lebenspunkte. Als die Krallen dir einmal über die linke Schulter und über die obere Brust fahren und dir eine Art Collier aus roten Schlitzen in dein Oberteil und in die Haut reißen. Das Ding schnüffelt erneut an dem Blut an seinen Krallen, schaut dich an. Du dienst ihm. Ich rieche es in deinem Blut. Was macht Roland währenddessen? Höre ich oder höre ich wieder Knuck, Knack, Knack? Nein, du kannst vage, du hast das Gefühl, du hörst diese seltsamen Silben und du hörst gleichzeitig die Bedeutung. Oh, okay. Ja, also ich bin immer noch starr von der Stabilität, die eben abgegangen ist und sehe das so in einem Tunnelblick, wie sie mit der Axt versucht anzugreifen, dann selbst angegriffen wird, dann das Vieh redet und versuche mich da wieder rauszuschütteln und lass mein Gewehr fallen. Das wird nichts. Miss Barret, zurück, wir müssen hier irgendwo rein. Das Ding folgt euch einen halben Schritt, dann dreht es sich wieder um, schnüffelt wieder in Richtung Tür. Kommen Sie. Ja, ich komme und ich halte meine Wunde. Zwei Diener haben gesehen. Und es scheint für einen Moment, die wie so ein Blinken, die Zähne und die Augen verschwinden und tauchen wieder auf, als dieser Schattenriss sich hin und her dreht. Das ist etwas, was zwar dreidimensional ist, aber so viel Licht schluckt, dass ihr es zweidimensional sieht. Als es den Kopf pendeln lässt zwischen der persönlichen Lounge und zwischen Caroline.
Und dann macht es mehrere Sätze und bricht durch die Tür zu dem Büro. Rufus. Ich schrecke zurück. Mit deinem Taschenmesser in der Hand vor dir zersplittert die Tür in hunderte, tausende kleine Teile und ein gigantischer Schatten mit brennenden blauen Augen und massiven Zähnen, lang wie deine Finger, füllt den Rahmen aus. Auch du musst mit 21 tatsächlich nur einen Punkt geistige Stabilität verlieren, als du bemerkenswert gefasst, möglicherweise durch den Alkohol, den du schon zu dir genommen hast, dem ganzen Gegenüber. Ich rechne mit allem hier mit mittlerweile. Und du hörst, wie ein dicklicher Millionär hinter dir eine Waffe durchlädt und schreit, ich krieg's noch nicht! Und feuert. Der Schuss trifft tatsächlich irgendetwas und eine schwarze Flüssigkeit spritzt vor dir auf in alle Richtungen und auch dir ins Gesicht für einen Moment. Das Zwinkern musst du zurückweichen und dann packt dich etwas und schiebt dich beiseite. Okay, was packt mich da? Eine sehr, sehr große Hand mit sehr, sehr scharfen Krallen, die dich aber einfach nur nimmt und schiebt. Die beiden im Flur können sehen, wie das Ding durch die Tür gebrochen ist. Ihr hört einen Schuss und dann bewegt es sich weiter herein und ihr seht, wie es euch da fehlt, einfach fast desinteressiert beiseite schiebt und den langen, schweren Kopf in Richtung Connorsen reckt. Jeff. Oh, so sollten wir nicht eingreifen. So wie es aussieht, will es Connorsen fressen? Ja, wir sollten. Sollten wir irgendwas tun? Der Schuss hat getroffen, habe ich gesehen. Ja, ne? Das Ding hat aber nur für einen Moment gezögert. Ja, und jetzt geht es weiter in den Raum hinein. Und ihr hört wieder die langgezogene Stimme. Und könnt vage verstehen, ein Diener. Nach langer Zeit. Ich greife das Gewehr wieder, nehme einen Schluck aus dem Flachmann, versuche mich innerlich zu beruhigen, frage Caroline, wessen Diener sind Sie genau? Was hat das Ding bei Ihnen geschnuffelt? Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, das macht hier alles überhaupt gar keinen Sinn. Ich wollte doch nur Pflanzen begutachten. Die Pflanze hat sie geschnitten, nicht wahr? Ist es das? Vielleicht die Pflanze? Oh ja, das könnte sein. Ja. Kann ich mich an diesem Ding so, also ehrlicherweise, ich muss mich jetzt nicht für den alten Millionärsack da in die Bresche schmeißen. Kann ich mich irgendwie so in Richtung Tür durchschlingeln? Das kannst du machen, ja. Das Ding geht über dich hinweg. Du siehst, dein Blickfeld ist kurz schwarz. Du kannst vage die Umrisse von einem herabhängenden, faltigen Bauch sehen, als dann ein weiterer großer Fuß über dich hinweg geht. Und dann ist der Weg tatsächlich frei bis zur Tür. Du hörst draußen die Stimmen von Caroline und von Roland. Und dann sprintest du durch die Tür. Roland hat die Waffe angelegt und das Erste, was ihm vor die Flinte kommt, ist ein panischer Journalist. Verdammt! Und dann hört ihr Connorsen schreien und reißende, spritzende Geräusche. Nein, das ist es nicht wert. Zum Helikopter. Es ist eh zu spät für ihn. Ich nehme aber die Axt trotzdem mit. Du nimmst die Axt mit. Na, Cock! Ja? Komm! Wie, komm. Evakuieren. Wir evakuieren das Ding. Es kommt. Es steht über eure Schulter, dreht sich um und er rennt. Ja, also ich beginne auch zu rennen. Und ich hätte von euch allen gerne wieder ein erstmal Daniela, Geschicklichkeit, eine 48. Ja, passt. Ich habe eine 60. Eine 82 für Ben. Ach komm, was hörst du da zusammen? Ich habe 72 geschickt. Nein. Und eine 5 für euch zerfehlt. Wie der geölte Blitz. Ich bin auch wirklich, ich denke mir auch gerade wirklich, alles klar. Wisst ihr was? Ich habe noch ein paar Storys noch im Kopf. Irgendwelche Leute sind bestimmt Kommunisten und irgendwer hat auch bestimmt irgendwas anderes Böses gemacht. Ich muss hier über Necke gar nichts berichten. Ich will hier einfach nur raus. Das Adrenalin verleiht dir Flügel. Ihr rennt und der einzige von euch, der zu... Ich sehe den Pulitzerpreis vor mir und renne einfach. Lockt in der Ferne. Derjenige, der die Langwaffe dabei hat und schon der Älteste ist von euch, bleibt für einen Moment zurück, die Beine straucheln. Du siehst, wie Narkok vor dir sich umdreht mit geweiteten Augen. Roland! Und dann trifft dich etwas von hinten mit der Wucht von einer Diesellok, die dich
durch die Gegend rammt, gegen die Wand drückt und dann an dir vorbei eilt, während du dazwischen zerquetscht wirst und 6 Lebenspunkte kostet. 4, 5, 6, ja. Dann ist das schwarze Ding an dir vorbei und schreit mit einer tiefen, lang klingenden Stimme, wie jemand, der von der anderen Ende eines Tunnels ruft: Dina! Und hinterlässt dabei eine Mischung aus Schleim oder Speichel und Blut, die auf dich herabtropft und eine Spur zieht. Caroline und Rufus rennen in eine von den größeren Teilen hinein. Die Cafeteria erkennt ihr wieder. Da steht eine Schale mit kalt gewordenem Brei. Eine einzelne Person mit einem Donut in der Hand starrt euch an, jemand, den ihr noch nicht kennt. Und ich schreie nur: Raus hier! Raus hier! Und renne weiter. Also das ist alles, was ich an Hilfestellung leiste. Und rennt vorbei. Hinter euch kommt etwas mit donnernden Schritten und im wiederholten, langgezogenen, fast traurigen Ruf: Dina, werde und muss euch finden. Und Roland macht was, nachdem das Ding an ihm vorbeigaloppiert ist? Ich bin schwer verwundet. Richte mich am Gewehr auf. Ja, das lasse ich liegen, weil ich merke, dass die Schwerverwundung tatsächlich gebrochener linke Arm ist. Und versuche mich dann, sehe ich irgendwie, die anderen sind alle weg. Ja. Die anderen alle sind in Richtung Kapitän weg. Du hörst nur aus der Ferne Oysterfield rufen: Weg! Raus hier! Ja, dann versuche ich nach wie vor raus, ne, vielleicht nicht dem Ding hinterher, sondern ich kenne ja die Station, dann... du kannst einen anderen Ausgang nehmen. Genau, ja. Ich versuche einen anderen Ausgang. Und wen ich unterwegs sehe, sage ich aus Richtung Hubschrauber. Du gehst durch Räume voll mit Beeten, die mit verschiedensten Getreidesorten, die hier getestet werden, sind. Die Lampen zittern leise und flackern und als du eine von den Schleusen erreichst und sie öffnest, ahnst du warum. Hm. Draußen erwartet dich eine kalte Hand, die wie Schmirgelpapier dir durchs Gesicht fährt, dir den Atem und die Sicht nimmt, als der Schneesturm dich begrüßt. Und in dem Schneesturm machst du aus, vollkommen unberührt, eine hochgewachsene Frau mit kurzen, hellen Haaren, die dich verwirrt anschaut und dann einen Schritt auf dich zumacht, so fast als wollte sie dir helfen. Aber sie wird nicht vom Wind gebeutelt. Lady, sie wird nicht von der Kälte geplagt. Sie müssen hier weg. Eve? Und als du dich umdrehst, auch zu Evelyn, siehst du eine zweite Gestalt. Ein Mann mit stechenden blauen Augen, Geheimratsecken und einem dünnen Bart, der in deine Richtung läuft. Die Augenbrauen leicht zusammengezogen, nachdenklich und fast droht, durch dich hindurchzugehen. Sir, was... Was ist hier los? Der Schmerz. Das muss der Schmerz sein. Und dann sind beide wieder fort und vor dir steht Evelyn. Was machen wir jetzt? Wir können nicht. Der Hubschrauber kann nicht starten. Da drin ist etwas, was Connorson zerfetzt hat. Doc Green, ja, ich werde bei der Schleuse rutschig am Boden. Ich muss die Pflanze schützen, sagt sie und dreht sich um und geht weg. Ihre Kittenheels machen klack, klack, klack über den Betonboden. Das Ding tötet die Diener der... Die Diener. Und wer ist hier ein Diener der Pflanze mehr als ich? Okay, Connorson vielleicht. Der ist tot. Dann haben sie einen scheiß Job gemacht. Dann machen sie ihn besser. Wollen sie jetzt noch wen nehmen, beschützen oder geben sie hier auf? Sie haben das Ding nicht gesehen. Ich grabe mich hoch, ziehe den Revolver und gehe mit ihr hoch zur Pflanze. Die still da liegt und leise mit ihren Blättern nur raschelt, die sich bewegen in einem Wind, den man nicht wahrnehmen kann, fast erwartungsvoll oder nachdenklich, wenn du einer Pflanze in irgendeiner Form Gefühle zuschreiben würdest. Währenddessen rennen Caroline und Rufus raus den Haupteingang. Ihr findet ihn tatsächlich, die große Halle, die summenden Bienen um euch herum, die Blumentöpfe, die dort stehen, das Wasserspiel, das leise vor sich hin gluckst. Und draußen weiße Wände, graue Wände, Schnee, der in Sturmböen alles Licht erstickt von den großen Scheinwerfern, die dort hinausleuchten.
Verdammt, ich sehe die Hand vor Augen nicht. Ja, dann hat die Idee mit dem Helikopter hat sich jetzt zerschlagen. So ein Mist. Wie, was? Soll das heißen, wir kommen hier nicht weg oder was? Ja, so sieht es aus. Verdammt. Dann, ja, aber ich kann doch nicht da rein und lass mich abschlachten. Wir müssen Roland finden. Vielleicht hat er eine Idee. Er kennt die Anlage ja besser als wir. Vielleicht gibt es noch irgendwo so ein Safe Room oder so. Es haben doch Millionäre. Stimmt. Den haben wir jetzt leider zum Verrecken zurückgelassen. Wo sollen wir den jetzt finden? Er hat doch noch bestimmt sein Walkie-Talkie oder so. Haben wir auch Walkie-Talkies? Ihr seht, dass tatsächlich eins an der Wand angebracht ist. Das sind eine ganze Reihe davon mit unterschiedlichen Markierungen und eins davon ist mit Security versehen. Und mit einem kleinen Schildchen, das darauf hinweist, dass das kein Spielzeug ist und man das gefälligst nicht irgendwie einfach so zum Spaß benutzen soll. Ah, ja, schauen Sie da hinten, da ist doch eins. Ja, wunderbar. Ich nehme es von der Wand, halte es uns beiden so hin, ich drücke auf den Knopf. Roland, wo sind Sie? Knack, Roland, wo sind Sie? Dein Marketoki meldet sich auf einmal. Liegt unten in der Höhle, aber ich habe hier eins oben im Labor abgelegt. Exakt, ja. Zwei. Ja. Ja. Sieht so aus, wenn die noch am Leben. Gut, Doc, dann schützen Sie mal die Pflanze, ich versuche sie zu schützen. Wir sind im Labor bei der speziellen Pflanze. Es gibt keine Möglichkeit, den Helikopter zu starten. Wir sitzen hier fest. Ja, das haben wir auch gemerkt. Oysterfield ist bei mir, uns beiden geht's gut. Ich würde sagen, wir kommen dann einfach hoch zu Ihnen zur Pflanze. Ja, bewaffnen Sie sich. Mein Spind, Kammer 3, 4944 für meinen Spind. Schnappen Sie sich, mit dem Sie umgehen können. Wir brauchen alles, was wir in dieses Ding hier reinjagen können. Machen wir. Passen Sie auf sich auf. Etwas donnert und kracht in einem der Gänge und ihr hört dann... Also wir ich jetzt? Rieche das Blut der Göttlichkeit. Ihr zwei. Oh Gott, Connerson. Und ich nehme an, ihr folgt den Anweisungen? Ja, also ich, hier draußen würden wir binnen weniger Minuten wahrscheinlich sterben. Genau, und Waffen sind immer gut. Gut, ihr könnt euch da tatsächlich bewaffnen und währenddessen oben bei der Pflanze Dr. Green läuft wie ein panisches Huhn in dem Raum auf und ab, schiebt Sachen zur Seite, holt andere Sachen raus und fängt an, Türen in dem geodätischen Kuppel-Ding, das über die Pflanze gebaut ist, aufzumachen. Immer wenn sie sich dem nähert, fangen vorher schon an, die Ranken sich zusammenzuziehen und die Blätter regelrecht zu schilden oder Dornen zu verflechten, während sie leise vor sich hin murmelnd auf und ab läuft. Das ist Ihr Plan? Ich habe keinen Plan, ich weiß es nicht. Haben Sie einen Plan? Nun, Barret und Oysterfield kommen hoffentlich bewaffnet noch hier hoch. Ich habe hier nur einen Revolver. Das heißt, es sind 6 Schuss. Mehr Plan habe ich auch nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Ding, ich meine... Beschützt es die Pflanze? Oder will es sie zerstören? Was? Es will... Es, und was es, ist das überhaupt? Ich habe keine Ahnung, es kam aus diesem Keller, aus der Höhle, in der der Chef keinen reinlassen wollte. Da war eine Tür offen und das ist ein Schattenkonstrukt mit Zähnen und Augen, eine riesige Bulldogge. Die Ureinwohner in Namibia nennen das die Dunkelheit. Offensichtlich sind sie sehr geradlinig in ihrer Benennung in Namibia. Ah, das ist richtig. Ihr hört Schritte im Gang und dann kommen Oysterfield und Barret mit Waffen in der Hand. Barret mit mehreren blutigen Rissen in der Bluse und ihrem Pullover. Die Lichter flackern um euch. Es gibt ein lautes Knacken und dann beginnt irgendwo in einem hinteren Bereich dieses Labors ein Tuckern und das Licht geht wieder an, als ein Generator mit lautem Dröhnen anläuft. Mit Notstrom. Ja, wir haben für fast jeden der Räume hier Dieselgeneratoren. Sie wissen ja dementsprechend auch eine Menge Diesel. Aha. Roland, ja. Wir sind jetzt schon im Raum, oder? Ja. Okay, Roland, tausche Waffen gegen Schluck aus dem Flachmann, sofort. Bedienen Sie sich, ich schmeiß den rüber. Oh, der ist ja schon wieder fast leer. Ja, ich muss irgendwie meine Nerven beruhigen. Das stand nicht im Vertrag, wissen Sie. Aber wenn Sie hier rauskommen, gibt das eine Spitzentitelstory. Es gibt Stories. Die wünscht man sich überhaupt schreiben zu können aktuell. Puh.
Und ja, ich bin auch gerade von Sinn. Ich habe einfach eine Scheißangst. Ich bin hierher gekommen, weil ich dachte, ich schreibe über ein paar Pflanzen, über einen exzentrischen Millionär, den ich mit seiner alten Vergangenheit ein bisschen aus der Reserve kitzeln kann. Jetzt stehe ich hier bewaffnet, kann gar nicht mit den Dingern umgehen und werde wahrscheinlich gleich um mein Leben kämpfen müssen. Ja. Österfield, Sie sind doch Raucher, oder? Wollte immer schon aufhören. Nein, nein, gar keine so schlechte Idee. Ich meine, es heißt zwar mittlerweile, dass das gar nicht so gesund ist, aber vielleicht rettet das Leben. Die Tür zittert. Schnappen Sie sich einen der Kanister da hinten. Vom Generator. Ja, mache ich. Ja. Ich folge der Anweisung. Sie sind schwer und glucksen laut mit 25 Litern von diesen gefüllt. Jede einzelne. Drei Stück stehen dort unter einem Tisch versteckt. Die Tür bebt, sie bewegt sich, die Angeln stöhnen und dann wird der gesamte Rahmen mit der Tür in einem Ruck vorwärts in den Raum hineingeschleudert und die Schwärze kommt hereingewirbelt und hält inne. Erhoben in einen Umriss die Arme, herabgesenkt mit den langen Krallenfingern, die zwei glühenden blauen Augen und die Zähne. Das atmet tief ein. Gundartum. Mhm. Gottheit. Sagt das Ding. Artunemu. Wir dürfen euch nicht gewähren lassen. Was macht ihr? Ich versuche mal mit ihm zu reden. Warum? Was tun wir hier? Ist das falsch? Warum bist du hier? Dreht den Kopf langsam in deine Richtung, legt ihn schief, fast so als wäre es überrascht. Und sofern jemand anders jetzt eingreift, öffnet es die großen Zähne und sagt, Namu Nekula. Der Wald der Vergangenheit, der göttliche Wald, hat einen Willen. Und wir erkennen Göttlichkeit, aber er darf nicht walten. Ich rieche sie in deinem Blut und so musst du sterben. Okay. Nein, nicht okay. Roland! Du drückst ab. Roland drückt ab. Roland drückt ab. Was hat Roland denn in Handfeuerwaffen? Wohl, eine 60. Eine 60, ich habe eine 24 gewürfelt, das sieht super aus. Na, wer hat das nächstes irgendetwas vorzumachen? Soll mit den Kanistern etwas passieren? Ich würde einfach jetzt den Kanister in die Richtung schmeißen und sagen, Roland, schießen Sie. Was hast du in Werfen? Standardwert. 20, glaube ich dann, ne? Ja, 20. Eine 27. Wow. Du wirfst. Würde ich lacken, wenn das geht. Okay, dann verkauf dein Glück. Das sind ja nur 7 Punkte, die du brauchst. Ich verkauf 7 Punkte Glück. Hervorragend. Der, für einen Moment, es rutscht ab, aber du hast nicht umsonst des Öfteren mit den Ball in der Hand gehabt und dir vorgestellt, du wärst Pitcher auf dem Diamantfeld. Mit einem letzten Dreh aus der Schulter heraus wirfst du das Ding auf die Kreatur. Und der Schuss trifft den Kanister mit einem lauten Krachen zerbirst er und ein Regenschauer von Dieselspritzern geht auf die Kreatur nieder, die sich schüttelt und jetzt tatsächlich Dreidimensionalität gewinnt, dadurch, dass die Flüssigkeit über die grauen Falten und die schwarzen Vertiefungen ihres Körpers läuft. Und ihr könnt ausmachen, dass an einem Skelett lange Fleischfalten herabhängen, die in Fasern ausfransen, die sich leise bewegen, wie Zilien, wie Finger, die auf einem Klavier spielen, während es atmet und schnauft und sich hin und her dreht und schreit, das Göttliche darf nicht walten. Und dann einen Satz auf Caroline zumacht, die Zähne weit geöffnet, groß genug, um darin einen zierlichen Schädel zu zermalmen. Oysterfield, haben Sie Feuer? Na, hier ist bestimmt irgendwo ein Bunsenbrenner oder sowas. Ich hab mein Feuerzeug. Ich hab ein Zippo. Werfen Sie es. Und ich werde mit der Axt noch versuchen, so uns gegen das Maul zu werfen. Eine 12 mit der Axt. Hervorragend. Mit einem Knacken und krachenden Geräusch rammst du diese Axt zwischen zwei der Zähne, die auf dich zubeißen, drehst sie und mit einem ähnlich widerlichen Geräusch birst einer von den Zähnen in viele Splitter, die in alle Richtungen verschwinden. Das Ding schüttelt den Kopf und heult auf und stolpert einen halben Schritt zurück. Du hast dir eine Sekunde zumindest noch verkauft, während eine Hand sich langsam hebt. Und dann hat Oysterfield sein Feuerzeug in den Fingern. Ja, habe ich. Postlethwaite, einen von den Bunsenbrennern, die hier tatsächlich stehen, mit
und einen Entzünder mit Feuerstein und Stahl drin. Schnack, schnack. Und dann hätte ich von euch beiden gerne werfen, wenn ihr versucht, das Ding zu treffen. Was ist Weight? Werfen 45. 45? Wow! Oh, Point! Du wirfst und du denkst für einen Moment, dass der Schnauchzüller kurz ist, der das Gas an den Bunsenbrenner fördert, und greifst danach und ziehst die Schlaufe, die sich ansonsten um den Hahn gewickelt hätte, los, und das Ding landet auf der Kreatur. Es gibt einen kurzen Moment, wo nichts passiert, und dann ein Fung. Hitze schlägt euch ins Gesicht, wirft euch rückwärts in die ganzen Tische voll mit den unbezahlbaren Mikroskopen, den Fläschchen, den Fiolen. Mehrere von den Gläsern mit Pollen zerbersten. Für einen Moment wächst über euch ein purpurner Wald mit grünen Blättern. Unter euch knirschen Knochen. Die Blätter rascheln leise. Sie sind kurz davor zu reden. Sie wollen euch etwas mitteilen. Sie wollen etwas sagen zu dieser Welt, von der sie gekommen sind, und zu eurer. Und dann seid ihr wieder in der Realität und über euch birst unter der Explosion die Kuppel. Glas regnet herab und Teile von dem Beton, und ihr könnt über euch den dunklen Himmel und den Schneesturm ausmachen. Das Ding heult und schreit und windet sich, schlägt mit brennenden Gliedmaßen. Ein dunkler Schatten, der von Feuer umhüllt wird, das wie Flüssigkeit über es rennt, windet sich und hechtet in die Dunkelheit hinaus. Mit einem letzten Gluckern erstirbt der Generator. Um euch wird es dunkel. Haben wir das Ding besiegt? Ich glaube schon. Marie, sind Sie noch da? Ja, alles gut. Das war bloß die Explosion. Ich glaube, wir haben es geschafft. Dr. Green? Shit. Oh, damn. Ich versuche, Dr. Green zu ertasten in der Dunkelheit. Du spürst ihre Hand, die auch nach dir greift und die Hand um deine Finger legt. Und kannst sie in dem ganz vagen, grauen Schimmerlicht, das von den Flammen des Diesels, der hier teilweise verspritzt ist und in Brand gesetzt wurde, ausgeht, siehst du die Reflexion in ihrer Brille, die schief auf ihrem Gesicht sitzt, und du siehst auch den tiefen Schnitt, der von ihren einen Kieferknochen bis runter zu ihrem anderen Schlüsselbein geht und wieder drin sich weiße und rote Dinge bewegen, als sie versucht zu reden. Ja, ich laufe derweil zumindest mal wieder nach vorne, dass ich so auf einer Höhe mit Roland und Caroline stehe. Ich würde mal bei Dr. Green Erste Hilfe machen wollen, um irgendwie die Wunde zu versorgen. Wenn es noch Sinn macht. Du gibst dein Bestes mit deiner 96. Oh shit, es ist so dunkel. Es ist so dunkel dann. Ich lade neben ihr den Revolver durch. Sorry, Doc. Ja. Schauen Sie weg, Caroline. Doc, die Ärztin hebt die Hand, aber dann nickt sie und presst einen weiteren starken Blutstrom aus ihrem Hals und schließt die Augen. Sorry. Und dann seid ihr allein in der Dunkelheit. Unter einem geborstenen Deckel aus Beton, unter einer zersplitterten Kuppel, während die grönländische Nacht und das Eis näher rücken. Und an dieser Stelle würde ich einfach mal sagen, wir lassen offen, ob eure Leute es jemals an die Küste schaffen, ob sie dabei Eisbären oder anderen Dingen begegnen und was weiter mit ihnen passiert. Weil die andere Gruppe wartet und wir, glaube ich, an einem Abschluss angekommen sind. Ja, Hammer. Sehr, sehr geil. Das war toll, das war so cool. Dankeschön, ich hatte so viel Spaß mit euch. Aber wirklich super, also mega. Also ich bin richtig hooked. Also ich hole mir jetzt schnell meine Chicken Wings aus dem Ofen und dann gucke ich direkt weiter. Ich will wissen, wie das zu Ende geht. Und wir brauchen auch noch auf Rufus irgendwann seinen blöden Pudelzapfpreis kriegen. Wir werden durchs Eis zurückgehen, auf jeden Fall. Okay. Zieht euch warm an. Vielen Dank, Marie. Vielen Dank an Daniela, an Chris, an Ben. Ihr seid alle super. Eine tolle Truppe, die in einer
Gewaltmarsch sich durch die Story gebahnt hat und ein bisschen was angekratzt hat an Geheimnissen und aber, glaube ich, auch noch durchaus genügend zurückgelassen hat für die zweite Gruppe. Wir machen kurze Pause, während wir das Team austauschen und wechseln dann nach 2035.